Hallöchen, liebe Zuschauer, und einen wunderschönen guten Abend und natürlich auch einen guten Tag, je nachdem, wann ihr euch dieses Video anguckt. Herzlich willkommen zum etwas verspäteten Kingsiana Hangout im winterlichen, weihnachtlichen. Und da übergebe ich direkt an den Mann, der heute für die weihnachtliche Stimmung sorgt, indem er nicht nur Weihnachtslieder singt, sondern auch wunderbare Deko hat. Herzlich willkommen, Thorsten. Hallo. Ich habe das extra hier aufgestellt, damit das ein bisschen von meinem Gesicht ablenkt. Ja. Eine Person, von deren Gesicht nichts ablenken muss, außer ihre Kerzen vielleicht im Hintergrund, die etwas dafür sorgen könnten, dass wir abgelenkt werden. Herzlich willkommen, hallo Paddy. Hallo. Paddy. Und der Mann der Stunde, der uns hier hat jetzt eine Viertelstunde mehr oder weniger warten hat lassen, dank wunderbarer Tonprobleme. Herzlich willkommen, Phil. Ja, danke. Auch bekannt als Knacher Phil. Und das wird jetzt nicht passieren, hoffentlich. Hoffentlich. Das hoffen wir auch. Ansonsten bekommst du ein Zeichen. Ja, bitte, ich bitte drum. Ich bitte drum. So, also dann herzlich willkommen alle zusammen. Ich wünsche uns einen schönen Abend, auch natürlich allen Zuschauern. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit uns. Lange hat es ja diesmal gedauert, der dritte Versuch, dass wir alle vier zueinander gefunden haben. Und ja, ich freue mich auf den Abend. Ich freue mich auch. Endlich wieder Hangout. Yay! Könnt ihr uns... Könnt ihr uns alle sehen oder könnt ihr uns nur hören? Weil einige sagen, die können uns nicht sehen. Ja, ich auch. Sehe uns. Also ich sehe uns auch. Ihr seht, aber ich habe hier jetzt gerade mein YouTube offen und ich sehe uns ganz gut. Manche sehen und hören nicht. Jedes Jahr machen wir Fotos von Dingen, die wir lieben. Dies ist keine Werbung. Meine Güte, muss ich auch noch Dauerwerbesendung einblenden jetzt hier. Okay. Also, sehen und hören super. Alles klar. Ja. Ja. Nochmal schließen und öffnen, dann geht's. Ja, also ich denke. Ja. Der Großteil sieht und hört uns offensichtlich. Ja, also dann warten wir, bis alle aktualisiert haben. Und wie Marco schon so schön schreibt, wir hängen die 15 Minuten einfach hinten dran. Ja, ich glaube. Wird sich sowieso so ergeben. Wir haben ja keine Endzeit vorgegeben und solange wir Spaß haben, sitzen wir ja theoretisch immer hier und ja, haben ja heute auch neben den üblichen Dingen auch eine große Ankündigung und ich denke, da dürfen sich alle dann noch ein bisschen gedulden und ja, dann können wir uns gemeinsam über diese Ankündigung freuen. Und ja, aber jetzt erstmal denke ich zu unseren aktuellen Büchern. Ja! Was liest ihr gerade? Wer fängt an? Wer fängt an? Ja, sagen wir mal Ladies first, oder Paddy? Na gut, dann fange ich an. Also, ich lese immer noch an einem wahnsinnig dicken Wälzer, nämlich an diesem da, die Wahrheit über den Fall Harry Cabot von Joel Dicker, der übrigens absolut heiß ist. Daffy, guck dir den Kerl an. Hammer. Der sieht sowas von zum Anbeißen aus, aber abgesehen davon ist das Buch auch echt richtig gut. Bin jetzt noch nicht ganz durch, ich spare ein bisschen mit den Seiten, weil ich es so, so, so toll finde. Aber das werde ich dieses Wochenende auf jeden Fall beenden. Dann lese ich noch ein zweites Buch und zwar von Laila Slimani, Dann schlaf auch du. Ist ziemlich dünn. Ist das die Slimani, also aus diesem Clan? Nee, oder ich weiß nicht. Als ob Paddy ein Buch von denen liest. Nee, schreiben können, nein. Nee. Ja, ich glaube tatsächlich schon, oder? Haben die nicht schon das Slimani-Prinzip irgendwie? Ja, aber das ist ja kein, das ist ja... Ja, nee, aber ich glaube, das ist kein Problem. Aber das ist ziemlich harte Kost. Also da geht es irgendwie um eine Familie mit zwei Kindern und sie möchte gern wieder arbeiten gehen, obwohl das kleinere Kind noch eigentlich fast noch ein Baby ist. Aber sie vermisst halt ihren Job als Anwältin und will halt unbedingt wieder ins Berufsleben rein. Und ihr Mann ist zuerst dagegen, aber sie lässt halt nicht locker und dann schaffen sie sich eine Nanny an. Und diese Nanny ist aber nicht so das, was es zunächst scheint. Und da passieren so ein paar nicht so schöne Dinge innerhalb der Familie. Also bisher finde ich es richtig, richtig gut und ich bin gespannt, was da am Ende passiert. Weil man erfährt eigentlich schon am Anfang, was am Ende passiert und in dem Buch
wird halt der Weg dorthin quasi erzählt, ne? Ja, also richtig krass. Und dann lese ich noch Colleen Hoover. Und ich habe mir ja vorgenommen, wie der Titel schon sagt, das nur noch ein einziges Mal zu tun. Ja, ein einziges Mal noch, Wortspiel. Und dann ist Schluss, weil ich bin ja kein Colleen Hoover-Fan. Da werden mich jetzt eh alle lynchen. Bitte seid nicht zu gemein. Ich weiß, es gibt viele Fans. Aber ihre Geschichten, ne, ist nicht so meins. Aber da bin ich jetzt auf Seite 141 und das gefällt mir ganz gut. Also ich mag es wirklich sehr, sehr gern. Ich muss es zugeben. Ich war sehr, sehr skeptisch, aber das ist jetzt wirklich eher meins. Also ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich glaube, da kommt wirklich noch was ganz, ganz Tolles. Ne? Der Weg ist schon so in die Richtung, dass es richtig, richtig toll ist. Also auch das werde ich am Wochenende zu Ende lesen, weil das geht halt unheimlich schnell. Ne? Zack, 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 bist du da durch. Ist halt viel leichter, wie das jetzt zum Beispiel zu lesen. Ne? Das ist klar, kennen wir ja. Der New Adult-lastig, der neue Hoover? Bis jetzt gar nichts. Keine Hülle ist bisher gefallen. Also, ne, noch nicht wirklich. Okay. Bums und Gloria war bisher noch nicht. Okay. Mal gucken. Gut. Ja. Genau. Was liest du? Ja, ich musste ja gestern noch ein Buch anfangen, damit ich heute was zu zeigen habe, weil ich sowohl Sleeping Beauties vorgestern beendet habe, als auch den aktuellen Thriller, den ich gelesen habe von Jeffrey Archer, den habe ich gestern beendet. Und dann habe ich mir gestern überlegt, Mensch, ne, was liest du jetzt? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich über Weihnachten ja eigentlich die Amisara-Chronik anfangen wollte. Und dementsprechend habe ich mir dieses wunderschöne Exemplar zur Hand genommen. Ist es nicht schön? Ist es nicht wunderschön? Ich meine, dass ich ein großer Fan von diesen Büchern bin, das wisst ihr ja. Und habe es angefangen und bin schon auf Seite irgendwas 150 oder so, weil ich einfach auch überhaupt nicht aufhören konnte zu lesen. Der erste Band, das ist also eine Trilogie, heißt Ascandon. Und bitte, zwingt mich nicht, den Autor zu nennen. Ich weiß nicht, ob ihr lesen könnt, wie der heißt. Er heißt sehr kompliziert. Valerian Kaitok. Valerian Kaitok. Oh, okay. Woher kommt der Autor? Weißt du das? Nein, also ich vermute, das ist also deutschsprachig. Der ist deutschsprachig. Wo er jetzt ursprünglich herkommt, weiß ich nicht. Aber es ist keine Übersetzung. Also es ist tatsächlich auch auf Deutsch geschrieben. Und es ist eine Low Fantasy, eine Urban Fantasy Geschichte, die so ein bisschen mit Engeln, mit Erzengeln spielt, mit Dämonen und so weiter. Und so ein bisschen hat mich das immer so ein bisschen an Wolfgang Holbein erinnert. Und ja, ich war sehr gespannt, ob der Inhalt quasi auch passend zur Ausgestaltung ist. Und ich bin im Moment echt begeistert. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Auf jeden Fall ein Page-Turner. Schönes Wort. Phil, was liest du? Ich lese immer noch und bin auf den allerletzten Seiten von meinem Jahreshighlight, nämlich von Sleeping Beauties. Bravo! Der neue King. Ich glaube, da brauche ich an dieser Stelle gar nicht so viel zu sagen, weil werden wir sowieso noch drauf kommen. Aber ich liebe es einfach und es ist so geil und ich bin irgendwie froh, dass ich mir da so viel Zeit mitgenommen habe, weil ich auch zur Zeit kaum irgendwie lese. Und dementsprechend habe ich es immer noch nicht durch, aber bin halt so echt auf den letzten 100 Seiten. Das ist das Englische, oder? Also das ist das Englische, genau. Lese ich schon seit wann? Seit August? Seit es rauskam. Seit September, glaube ich. Aber ich habe auch zwischenzeitlich ein neues Buch angefangen zu lesen, nämlich The Becoming of Noah Shaw. Das wird, glaube ich, niemandem etwas sagen. Weiß ich nicht. Vielleicht. Es ist ein vierter Teil von einer Jugendbuchreihe. Das ist eine Horror-Jugendbuchreihe. Und eigentlich, ich hasse ja schon Jugendthriller, weil ich mir so denke, wenn schon, denn schon. Und Jugendthriller sind mir einfach nicht blutig genug und nix. Aber diese Reihe, ich liebe die einfach. Ich weiß nicht, irgendwas hat diese Reihe, was ich gut finde. Und es gibt davon bisher nur den ersten Band auch auf Deutsch. Und da heißt der, was geschah mit Mara Dyer, glaube ich. Ja, das habe ich mir mal auf die Wunschliste, weil du da so geschwärmt hast. Ja, und das war echt gut und das ist halt so ein Spin-off quasi. Und da bin ich, habe ich drauf angefangen. Ja. Ja,
Also ich hatte diese Woche ja ganz schön Pech mit meinen Büchern. Ich habe 3 Bücher diese Woche abgebrochen. Ganz anders scheint es sich aber mit diesem Thriller zu verhalten. In Ewiger Schuld von Harlan Coben. Mein erster Thriller von ihm. Ich gehe davon aus, es ist ein Autor. Ich weiß nicht, ob es gerade kommt. Ja, ja, ist ein Amerikaner, glaube ich. Okay, ja, ich wusste jetzt nicht, ob Autorin oder Autor. Und ich habe gestern angefangen und glaube in einem Schwupps fast die Hälfte weggesuchtet. Auch ein absoluter Page-Turner. Ein Thriller, der sich so ein bisschen darum dreht, wir haben hier eine ehemalige Soldatin, die wir dabei erleben, als sie gerade ihren Mann verloren hat. Auf der Beerdigung kommen wir dazu. Und sie hat eine junge Tochter, 5, 6. Und ja, sie hat eine Nanny jetzt eingestellt, die sich darum kümmert, also um das Kind natürlich kümmert, wenn sie zur Arbeit geht. Und die beobachtet sie mit einer Nanny-Cam. Und das weiß die Nanny natürlich nicht. Und als sie dann halt 2, 3 Tage später sich mal diese Aufnahmen anguckt, nicht nur, dass der Mord an ihrem Mann noch nicht so richtig aufgelöst ist, kommt noch dazu, dass sie auf einmal auf diesen Aufnahmen ihren Mann sieht. Und sie weiß aber, dass sie diese Nannycam erst nach dem Mord an ihrem Mann installiert hat. Und ja, das ist wirklich sehr creepy, sehr spannend. Und ich mag auch wirklich, wie hier das Zusammenspiel so aus dieser Soldatin ist, die natürlich ein bisschen was aus ihren Kriegszeiten erzählt. Also ich glaube, die war im Irak und auch so dieser Mordfall an ihrem Mann, der vielleicht irgendwas damit zu tun hat, an dem Mord vor 4 Jahren an ihrer Schwester. Und es klingt jetzt wahrscheinlich alles so ein bisschen, hä? Ja, so ist es tatsächlich auch. Man steht ständig vor neuen Fragen, aber ich finde es mega geschrieben und super spannend. Und ich wollte das heute Nacht auch gar nicht weglegen und freue mich dann später auch weiterzulesen. Und zum Glück habe ich morgen Urlaub und denke, dann werde ich den auch beenden, weil ich fand den bisher wirklich grandios. Also echt ein ganz toller Thriller. Und eigentlich wollte ich mich in Weihnachtsstimmung diese Woche bringen, aber das hat mit den Weihnachtsbüchern bis jetzt nicht so geklappt. Und dann Guillaume Musso, mit dem haben wir heute im Leseklub begonnen, eine himmlische Begegnung. Soll dann natürlich ein bisschen Winter-Weihnachtsstimmung bringen. Also ich habe heute noch nichts gelesen, hatte noch keine Zeit für die 50 Seiten. Freue mich aber drauf und natürlich auch auf den Austausch dann im Leseklub und bin sehr gespannt, ob mir hier Musso ein bisschen besser gefällt. Das aktuellste Buch von ihm ist eins dieser 3 Bücher, die ich abgebrochen habe diese Woche. Und ich hoffe, das ist, glaube ich, sein zweites Werk. Ja, dass mich das ein bisschen mehr begeistern kann. Aber wie gesagt, ich kann noch nichts dazu sagen, bin aber total gespannt und freue mich drauf, da in diese Geschichte dann ein bisschen einzutauchen. Sehr cool. Jo. Ich habe mal gerade im Chat geguckt, also es wird Chris Carter gelesen. Ja, das ist immer eine gute Idee. Ja, das finde ich auch, kann dir nur zustimmen. Dann liest Larissa Meteor, eins der besseren Dan Brown Bücher. Und was habe ich denn da noch gelesen? Michael Tschukos, Das Zeichen des Todes. Ist das ein Sachbuch, Melanie? Weil ich finde ja die Sachbücher immer sehr hervorragend, die Krimis mit ihm. Und ich glaube, der hat noch so einen Co-Autor gehabt. Keine Ahnung, wer das war. Ganz grausam. Habe ich eins angefangen. Oh, Thorsten, hat noch einen Co-Autor gehabt. Christmasland habe ich auch noch auf dem Buch. Das wollte ich eigentlich auch im Dezember lesen. Hat mir gut gefallen, ja. Dann Melanie liest auch noch Harry Potter zum ersten Mal. Oh, könnte ich das doch auch noch mal zum ersten Mal lesen? Almost a Fairy Tale? Nein, das kenne ich nicht. Ich auch nicht. Hier wird noch genannt Der Report der Markt. Ja, genau. Sehr, sehr gut. Eines meiner Jahreshighlights. Ja, bei mir auch. Definitiv. Überhaupt Margaret Atwood, auch mit Alias Grace als Serie. Einfach Hammer, ja. Ist das neue Sachbuch. Ah ja, gut. Bob der Streuner. Ja. Ach, war schön. War auch schön, ja. Sleeping Beauty wird auch und ganz oft genannt, Geisterfjord. Ne? Geisterfjord ist natürlich, ja, ich weiß nicht, ob Chrissy da so mit einverstanden sein wird, aber ich fand es ja großartig damals. Es war ja für mich das absolute Gänsehautbuch. Auch wenn die Story vielleicht ein bisschen flach war. Ja. Großartige Bücher. Sie, der Anschlag. Ja, wir auch. Das Reich der 7 Höfe liest noch Nettie. Da ist sie ganz angetan, wenn ich mich da an die letzte Ausschau erinnere. Ja, aber ja, ich fand den ersten Band tatsächlich ganz schlecht vom Reich in 7. Das Reich der 7 Höfe, meine Güte. Ja. Und anschließend München. München, ja, Robert Harris. Ja. Eine sehr gute Idee. Ja. Das ist großartig. Gut. Richtig, sehr cool, ja. Also Chris Carter, ich glaube, da muss ich auch mal einlesen. Ich weiß noch nicht, ob es was für mich ist, aber werden wir dann sehen.
Also, der ist schon hart, hardboiled, glaube ich. Schon, ja. Okay. Na gut, aber mal ausprobieren kann man es. Auf jeden Fall. Viele davon, ne? Ja. Ja. Ja, Jenny sagt gerade, sie liest gerade Seis von Neil Schusterman und ob das noch gut wird. Also für mich war das ein absolutes Highlight dieses Jahr. Also ich war total angetan von dem Hörbuch. Ja. Ich fand es grandios. Ich fand es aber auch toll vorgelesen. Es spricht ja die Synchronstimme von Sean Bean. Und das hat mich immer total in Game of Thrones Stimmung gebracht, weil ich immer dachte, ich bin die kleine Arya in Winterfell und Daddy liest mir eine Geschichte vor. Ja. Ja, kann an meiner lebhaften Fantasie leider nichts dagegen tun. Oh, Anna-Katharina, morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung. Von Erich Malpass. Ja, das habe ich vor 30 Jahren oder vor 35 Jahren mal gelesen. Als, ich glaube, da gab es auch mal einen Film. Das ist so schön, ein so schönes Buch. Ich glaube, da geht es um einen Jungen, der die Mutter verliert oder den Vater verliert. Also ganz tolles Buch. Ja, der Hangout ist natürlich auch später zu sehen, ne, auf YouTube. Also weil da jetzt schon zweimal die Frage kam, ihr könnt ihn natürlich auch morgen gucken oder so, ne? Also der ist ja dann immer da quasi. Ja, der ist immer da und der geht auch nicht weg. Richtig. Nein. Und Vicky hat mit Monster 1983 gestartet und Vicky, da wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Auch eine absolute Hörspiel-Highlight-Reihe in diesem Jahr fand ich grandios. Also, ja. Auch wenn es mir die Stimme von David Nathan kaputt gemacht hat, aber war toll. Ja, ich kann nichts dafür. Es ist einfach so. Also, ich habe ja spaßeshalber mal bei dem Hörbuch von Sie hereingehört. Ist ja auch von David Nathan gelesen. Und ich frage mich wirklich, was ihr alle an der Stimme so toll findet. Ich finde die gar nicht so toll. Ehrlich? Nee. Also es gibt tausend andere Stimmen, die ich viel, viel geiler finde. Christian Brückner zum Beispiel, der könnte mir das Telefonbuch vorlesen. Ich finde halt, dass David Nathan so, wenn es gerade viele Charaktere sind, dass der halt jeden Charakter so die individuelle Stimme gibt, obwohl er ja eigentlich nur eine Stimme hat. Also bei S oder bei Needful Things war das total extrem, dass der wirklich, dass du immer wusstest, wer spricht jetzt, obwohl es ja eigentlich nur David Nathan ist. Ne? Also das kann er echt super. Aber ich finde zum Beispiel auch einen Torben Kessler klasse. Oder wer spricht die Fitze? Oh, yeah. Mag ich auch gerne. Simon Jäger, ja, zum Beispiel. Also jetzt nur, ne? Also es gibt total viel tolle Stimmen. Ich meine, man muss ja dazu sagen, ich bin jetzt ja auch nicht der größte David Nathan-Fan, aber in diesem Hörspiel war halt meine Vorstellung einfach ein Jim Bale als Sheriff. Ich hab das nicht rausgekriegt. Und Vicky schreibt gerade, dass es ihr jetzt auch so geht. Ja, es tut mir unglaublich leid. Es wird nie wieder weggehen. Also für mich ist David Nathan immer Christian Bale. Also weil es auch einfach seine Synchronstimme ist. Und, ja. Also es gibt noch Dietmar Wunder. Wer spricht die? Also, der spricht auch toll. Wen synchronisiert der? Das weiß ich nicht. Aber ich habe schon viele Hörbücher von ihm gehört, auf jeden Fall. Und dann gibt es noch die Stimme von, oh Gott, wie heißt er jetzt nochmal? Der in der Batman-Verfilmung den Polizisten gespielt hat. Was für eine Verfilmung? In den Batman, von Christopher Nolan, in den Batman-Filmen. Ja. Ja, genau, ich weiß, wen du meinst. Ich glaub, der Harry Potter ja mitspielt. Ja. Der spielt in Harry Potter mit, ja? Sirius Black. Ne? Ich komme jetzt auch nicht auf den Schauspiel. Gary Oldman. Gary Oldman. Genau, ja. Wahnsinnig geil. Ja, ja. Und du hast halt zum Beispiel jetzt wirklich in Monster 1983 nur Superstars. Also wirklich, da geht es ja weiter. Du hast Alan Rickman, also Severus Snape. Du hast, kannst die ganze Harry Potter-Riege nehmen. Du hast Robert De Niro. Du hast den aus House of Cards, dessen Name mir mal wieder nicht einfällt. Ja, von den weiblichen, du hast eine Julia Roberts, eine Scarlett Johansson, eine Meryl Streep. Das sind halt echt, und wenn du dann wirklich immer diese Bilder, diese Gesichter dazu bekommst, hast du halt wirklich einen Wahnsinns-Cast in diesem Hörspiel, in diesem Film. Ne? Das ist echt, ich fand das echt Wahnsinn. Also, mir hat das echt gut gefallen. Cool. Ja, das waren unsere aktuellen Bücher. Sind wir direkt ein bisschen ausgeschweift? Kennen wir ja nicht anders von uns. Ja. Wobei wir ansonsten eigentlich einen ziemlich guten Fahrplan für heute haben. Wir haben, glaube ich, ganz schön viele Themen so drauf. Wie sieht es denn aus mit dem, was wir zuletzt gesehen haben, wenn wir schon bei den zuletzt gelesenen Sachen waren?
Netflix habe ich The Sinner gesuchtet an einen Tag. 8 Folgen am Stück. war großartig, war rückblickend für mich, abgesehen, also Game of Thrones wird für mich immer das Beste vom Besten sein, das ist ganz klar, aber abgesehen davon war für mich dieses Jahr das Sinner mit Stranger Things das Beste, was ich gesehen habe. Also das hat mich wirklich echt beschäftigt und das hat mir unheimlich gut gefallen. Es war einfach besonders. Vielleicht auch nur, weil es 8 Folgen waren und weil halt einfach die Geschichte dann in diesen 8 Folgen jetzt erzählt wurde und vielleicht auch, weil ich es am Stück geguckt habe, keine Ahnung, aber das war so richtig, das hat für mich die totale Sogwirkung. Ich fand es echt total interessant, was da passiert ist und wie es halt auch einfach umgesetzt war. So, auch das Ende, ich fand es einfach nur großartig und Stranger Things halt auch. Und ich habe jetzt auch mit Dark angefangen, ja. Haben wir ja zusammen angefangen. Und ich bin bei Folge 3 immer noch. Ich auch. Gott sei Dank. Es hat mich noch nicht so sehr gecatcht, als dass ich jetzt den Drang hätte, weiterzuschauen. Also wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, ich darf nach The Sinner Folge 3 nicht mehr weiterschauen, dann hätte ich hier hyperventiliert. Aber bei Dark denke ich mir, ja, guck halt vielleicht nächste Woche. Ne? Also es hat noch nicht so die Durchschlagskraft, aber ich gucke es auf jeden Fall weiter. Aber The Sinner und Stranger Things, die zweite Staffel war richtig, richtig gut. Richtig ja. gut. Also, du bist mit Dark, glaube ich, durch, oder? Nein. Auch nicht. Nein, nein, wir haben ja auch pausiert, wobei ich bin, glaube ich, 1 oder 2 Folgen weiter. Ich meine, wir haben Folge 5 geguckt und nach Folge 4 wird es schon sehr, sehr geil. Also ich fand auch, dass es relativ langsam anfängt, aber das finde ich ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn Serien langsam erzählt werden. Und da so ein gewisser Aufbau ist und für eine deutsche Serie sowieso nicht. Also das muss ich schon sagen, es ist schon handwerklich ganz gut gemacht. Und ich glaube, es war Folge 3 oder Folge 4. Nee, du hast 3 gesehen, Paddy, ne? Ja, und dann habe ich... Ich glaube, es war Folge 4, wo ich dachte, yo, das ist ja mal richtig geil. Also ich glaube, wir haben dann noch die 5. Folge gesehen und dann habe ich aber auch aufgehört. Gucke ich aber auf jeden Fall noch weiter. Dann The Sinner habe ich leider erst die ersten beiden Folgen gesehen, wobei ich noch gar nicht so hundertprozentig begeistert bin. Das kommt noch. Ja, also das hat richtig noch richtig Potenzial. Werden so Sachen jetzt aufgedeckt, die ganz, ganz eigenartig sind. So wie sie ihn angegriffen hat, so in welcher Form. Ne? Wer es gesehen hat, der weiß, was ich meine. Ja. Und ich mag ja Bill Pullman unheimlich gerne. Also das ist für mich so ein, das ist für mich irgendwie so ein Bill Hodges-Typ. Ja, total. Ja, total. Ich habe sofort an Bill Hodges gedacht. Ja, das ist so total original einfach. Also nichts gegen Brandon Gleeson, der ja auch der Bill Hodges überhaupt ist, aber Bill Pullman hätte die Rolle auch geil gespielt. Und dann hatte Chrissy hier gerade noch geschrieben, dass sie ihre Lieblingsserie im Moment The Punisher ist. Ja, sind wir auch mittendrin. Ist geil. Auch gerne anfangen jetzt, vielleicht am Wochenende. Ja, und ansonsten, also richtig aus den Schuhen gehauen hat mich natürlich Stranger Things, jetzt die letzte Serie, die ich abgeschlossen habe. Das war schon großartig, das war schon echt große Klasse. Oh ja. Diese 9 Folgen waren schon genial, wenn wir die 7. mal da rausnehmen, die 7. Folge. Die war doch toll. Nein, die war kacke. Nein, die war kacke. Die brauchte ach, überhaupt nicht mehr rein. Nein, da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Die war so kacke. Ganz andere Meinung. Nein. Und ja, das war schon mein Highlight, mein Jahreshighlight. Nein, Jahreshighlight, ich glaube, Jahreshighlight gemeinsam mit Sherlock und. Ja, das wollte ich auch sagen. Sherlock, definitiv, ja. Und Downton Abbey. Ja, und River fand ich auch grandios. River fand ich auch gut. Ja. Aber auch Sinner. Also ich kann nur Paddy zustimmen. Ich habe die in 2 Tagen gesuchtet und man hatte auch wirklich das Gefühl, wenn die Folge zu Ende war, oh, ich muss gleich nochmal und weiter. Ganz schlimm. Ja, es hat einen so beklemmend, wie dieses ganze Szenario war. Es hat einen einfach irgendwie mitgerissen. Und es war in keinster Weise jetzt wirklich irgendwie blutig in Thriller-Manie. Das wäre ja nicht so meins gewesen.
Aber es war halt einfach, es hat sich auch so viel im Kopf abgespielt und so viele Fragen wurden aufgeworfen, die man beantwortet, dann Antworten bekommt und man denkt so, hä? Und dann ergibt das aber nacheinander einfach alles so viel Sinn und man sitzt dann nur noch so da und denkt sich, Gott, ist das geil, Gott, ist das geil, Wahnsinn. Und man, also das hat mich echt total begeistert und geflasht. Also, und vor allem, man hat irgendwie ab der ersten Folge so ein ungutes Gefühl, weil man immer das Gefühl hat, da passiert was, da ist was ganz, ganz Schreckliches passiert. Da, und das zieht sich so die ganze Zeit, so dieses Gefühl, man hat immer so ein bisschen Angst jetzt, was kommt als Nächstes, weil man immer so darauf wartet, dass das alles ganz, ganz schrecklich wird irgendwie. Es ist so ein ganz ungutes Gefühl und das hatte ich die ganze Zeit. Und das muss man auch erstmal schaffen, ne? Dass man wirklich in jeder Folge immer so ein bisschen... Mehrmals. Ja, total. Also wirklich mehrmals. Auch die Spuren, die gelegt wurden... Ja. Und dann fühlen die aber doch ganz woanders hin und man denkt nur, meine Güte, ist das geil. Also das war echt so ein Denken, was ich ganz oft hatte, wo ich so gesagt habe, ich wäre dann nie auf diese Idee gekommen, obwohl sie manchmal gar nicht so weit weg war von dem, ne? Also, gar, also naheliegend war, aber man wäre da nicht drauf gekommen. Also ich fand das Hammer, ja. Ich habe mir auch alle möglichen Horrorszenarien ausgemalt, was jetzt alles gewesen sein könnte. Aber das, ne, das, ich sage ja, das muss halt eine Serie dann auch erstmal schaffen, dass du wirklich, nachdem du schon eine halbe Stunde jetzt mal kurz passiert hast, immer noch drüber nachdenkst, okay, was könnte da jetzt passieren? Ja. Also Hammer, richtig, richtig gut gewesen. Also ich habe das Sinner ja dann auch geguckt. Ich habe erst die ersten zwei Folgen geguckt und habe dann irgendwie lange pausiert und habe dann an einem Wochenende mit meiner Mutter zusammen das durchgesuchtet. Und natürlich, ich hatte auch diesen Suchtfaktor und habe dann alle 8 Folgen in 2 Tagen durchgeguckt. Aber, also ich fand es auch gut, so krass eingeschlagen wie bei euch. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich fand die Auflösung, ohne zu spoilern, ich spoiler nicht, ich fand die Auflösung auch okay und alles, aber ja, ich weiß nicht, also, es ist so keine 5-Sterne-Serie für mich. So 4 Sterne, so okay, habe ich geguckt und dann muss ich auch nicht nochmal gucken. So, also bei mir hat das nicht so krass eingeschlagen irgendwie. Ich bin gespannt, was Thorsten dann dazu sagt, wenn er es letztendlich geguckt hat. Ja, uns, Kinsiana Mädels, wird hier die Serie Secrets and Lies schon empfohlen von Melanie. Kenne ich jetzt persönlich nicht, Secrets and Lies. Aber also, nehmen wir gerne mal mit. Was jetzt bei mir als Nächstes auf jeden Fall drankommt, ist die 2. Staffel von The Crown, weil ich die erste, ja, es ist, nee, ist ja natürlich wieder genau meins, ist ja klar. Und da ist jetzt die 2. Staffel und... die schaue ich jetzt dann demnächst auf jeden Fall. Ich fand die erste schon richtig, richtig, richtig. Ich kann euch nur noch mal... Sorry. Was? Ich habe mich noch gar nicht angeguckt. War nur so ein Einwurf. Müsste ich vielleicht mal tun. The Crown, meinst du jetzt? Ja. Ja, musst du gucken, Steffi, das gefällt dir. Ich bin auch immer noch mit mir am Hadern, ob ich das mal anfange zu gucken. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist, aber theoretisch... Aber du machst die erste. Ja auch Tudors, oder? Nee, das habe ich gar nicht gesehen. Das hast du gar nicht gesehen. Aber so historischen Krams ab und zu finde ich es mal ganz gut. Was ich euch weiterhin nur ans Herz legen kann und muss und auch darauf poche, ist The Handmaid's Tale, die Verfilmung vom Report der Markt. Ich weiß, das gibt es bisher nur bei Entertain TV. Das ist ja das Problem für einige. Aber also egal. Dann bestellt euch halt Telekom und bezahlt halt 50 € und kauft das und guckt das, weil es ist einfach. Ich war selten bei einer Serie so drinne wie bei The Handmaid's Tale. Also ich habe an nichts anderes mehr gedacht. Ich habe meine 40 Minuten Bahnfahrt genutzt, um irgendwie noch schnell die Folge zu gucken und so. Und das ist einfach, das war der absolute Wahnsinn. Also ich habe selten so eine gute Serie gesehen wie The Handmaid's Tale. Das ist auch für mich sowohl als Buch als auch als Serie mein Jahreshighlight. Als Serie aber noch mehr, weil sie einfach das Buch genommen haben und es geil verfilmt haben, aber gleichzeitig noch größer gemacht haben und irgendwie noch geiler irgendwie gemacht haben. Als hätten sie so Stichpunkte aus dem Buch genommen und dann noch viel mehr draus gemacht. Also das ist einfach so genial und ich kann euch das allen nur ans Herz legen. Und was hier auch noch im Chat genannt wurde, ist This Is Us. Das ist auch eine Serie, die nicht so viele kennen. Die läuft zur Zeit bei Amazon Prime. Und die ist, das ist halt so eine klassische Soap irgendwie. Aber es ist so eine Serie, die erzählt halt verschiedene Geschichten auf verschiedenen Ebenen irgendwie. Es sind so voneinander losgelöste Geschichten. Aber
ganz normales Soap, ein Drama im Endeffekt, aber ohne, dass die Charaktere so in so ein gezwungenes Drama geschmissen werden. Das ist so total geil, weil es so echt ist. Die Hauptfigur ist zum Beispiel krass übergewichtig und hat halt einfach Probleme mit dem Gewicht. Und das ist dann halt ihre Story. Und das ist nichts irgendwie wie Mord und Totschlag oder so. Und man hat irgendwie in jeder Folge am Ende einen riesen Twist und total Tränen in den Augen. Das ist einfach so eine Wegsuchtserie. Weil ich hab das Gefühl, dass man Soaps, wo man nicht viel nachdenken muss, immer am meisten wegsuchten kann. Ich weiß auch nicht, wieso. Das ist irgendwie so ein Phänomen bei mir. Klingt auch super spannend. Genau, This Is Us und The Handmaid's Tale. Zwei ganz große Empfehlungen. Also ich hoffe ja, dass der Reportermarkt irgendwann mal noch woanders zu sehen ist. Ja, das wäre auch meine Hoffnung. Weil ich das Buch ja, also auch ein Jahreshighlight, fand ich ja wirklich Hammer. Und da wünsche ich mir natürlich, ja, dass da ich die Serie auch irgendwann mal in den Genuss komme, mir das anzugucken. Ja. Hey, gerade, ich muss noch mal was zu Secret and Lies sagen. Das ist ja diese Anthologie. Anthologie. Serie mit Juliette Lewis und oh mein Gott, die war so geil, die Frau. Die ganze erste Staffel, sowas von schlecht gelaunt, das war richtig cool. Ja, aber wirklich, boah, was ist mit dir? Perfekt. Ja, Secret Apropos Reise. Anthologie. Gibt es jetzt eine zweite Staffel? Ja. Gibt es die schon? Ja, also die ist auch im deutschsprachigen Raum schon gelaufen und es ist dann auch die letzte, danach wurde es abgesetzt. Ah ja. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, mit der zweiten wurde es abgesetzt, ja. Und dann fragte noch jemand nach einem Film, A Ghost Story, das ist diese Manga-Verfilmung. Nee, das ist was anderes, glaube ich. Das sagt mir so gar nichts. Okay. American Crime Story, die Serie zum O.J. Simpson-Prozess, ist auch grandios. Thorsten, wieso gucken wir das noch nicht? Was weil ich die schon gesehen habe. Toll. Weil ich dir das auch bestimmt schon erzählt habe. Ja. Das ist jetzt wieder alle, nur ich nicht, ne, dass Thorsten mir das erzählt hat. Das ist ja wieder klar. Mann, da muss ich dir einen Keks essen auf den Schock. Aber stimmt, da klingelt was. Ja, das habe ich dir erzählt. Mit Sarah Paulson. Das ist auch cool. American Crime Story ist auch eine Anthologie. Und da geht es dann in der zweiten Staffel um den Mord an Versace. Oh, okay. Und das ist auch wieder eine Ryan Murphy-Serie. Ryan Murphy macht ja immer diese ganzen Anthologien. Ne? American Crime Story, American Horror Story. Wo übrigens die siebte Staffel sowas von genial war, von American Horror Story. Die habe ich jetzt auch geguckt. Das ist auch eines meiner Highlights. Und außerdem von Ryan Murphy kam ja Feud, wieder mit Jessica Lange und Susan Sarandon, wo in der ersten Staffel ging es um die Rivalitäten zwischen Betty Davis und, wie ist die andere? Joan Crawford. Genau, Joan Crawford. In der zweiten Staffel geht es um die Rivalität zwischen Prinzessin Diana und Charles. Auch geil, also, oder? Und beide, Jessica Lange und Susan Sarandon, beide für einen Golden Globe nominiert. Ja. Habe ich gesehen. Und? Im Chat wird gefragt, ganz wichtig vergessen, ich habe ja gesagt, The Sinner und Stranger Things waren meine Jahreshighlights, Game of Thrones immer oben drüber, ist klar, aber auch The Keepers. Ja, das war auch hervorragend. Das hat mich fertig gemacht. Das hat mich so fertig gemacht. Ich war so am Ende nach dieser letzten Folge, wirklich. Das ist so cool. Das hat mich zum Heulen gebracht, wirklich. Ich saß am Ende echt nur noch da. Ich musste unbedingt mit irgendjemandem reden, weil sonst wäre ich aus der Haut gefahren. Hammer, ja. Absoluter Hammer. Ich will mir das nochmal anschauen, aber ich muss da echt in guter Verfassung sein, wenn ich mir das zweite Mal reinziehe, weil also das ist echt jenseits von Gut und Böse wirklich. Also bei The Keepers geht es um eine wahre Mordgeschichte an einer Ordensfrau. Muss man dazu sagen, vielleicht, ja. Und es ist also ein Dokumentar, eine Dokumentarserie mit kurzen, aber relativ schlicht gehaltenen Spielszenen. Und ich habe das geguckt und habe nach jeder Folge, also so nach der zweiten oder dritten Folge, gedacht, schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Ja, da ist irgendwie, sind da irgendwo an der Grenze, finde ich. Ja, also das ist schon wirklich die Grenze, aber es wurde immer heftiger und immer heftiger, bis ich wirklich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Also jeder Drehbuchautor, der ein solches Skript vorlegt,
der wird von Filmgesellschaften hochkant rausgeschmissen. So ein Schwachsinn kann man sich nicht ausdenken. Nee, aber es ist tatsächlich so. Ne? Also es war schon echt sehr bewegend. Es gab da eine Szene, also es ist jetzt kein Spoiler, so, es gab eine Szene, ich glaube, es war in der 4. Folge. Da, glaube ich, hatten wir uns bei den Kingsianern auch ausgetauscht und ich meine, Phil, dass du da geschrieben hast, da bricht jemand direkt zusammen, ne? Und da war echt, also ich saß da echt, mir ist die Farbe aus dem Gesicht, dass mein Mann zu mir gesagt hat, was ist mit dir los, du bist käseweiß. Da ich sage, ja, ich gucke mir das gerade an. Und sagt er, ja, worum geht's denn da, dass dir da die Farbe aus dem Gesicht weicht? Aber da war ich echt, da habe ich mir gedacht, ich kann mir das nicht mehr reinziehen, aber ich musste das irgendwie zu Ende bringen. Ich musste das wirklich bis zum Ende schauen, weil ich einfach wissen wollte, was jetzt damit ist. Und am Ende, wenn du da durch bist mit der Keepers, dann bist du einfach nur sprachlos. Da hat man keine Worte mehr, aber ich fand's großartig. Und ich finde, es müsste viel mehr so in die Richtung kommen. Ich weiß genau, welche Szene du meinst. Ja, ich weiß. Ja. Ich hab's nicht zu Ende geguckt, für Keepers. Ja, glaube ich. Also, ich glaube auch, dass das viele abbrechen, Thorsten. Ne? Wir haben es auch gesagt, dass viele einfach sagen, nee, es ist Schluss, ich gucke mir das nicht an. Und ich kann auch jeden verstehen, weil das ist echt hart. Richtig hart, finde ich. Also, naja. Also für mich sozusagen, für mich zart beseitete Seelchen. Ja, es ist schon für mich hart, ja. Ja. Kann ich mehr kommentieren, schade. Egal. Aber waren wir denn jetzt schon bei Jahreshighlights? Ich dachte, es ging nur um die letztgeguckten Serien. Ja, das Jahr. Ja, weil sonst könnte man ja jetzt also mit Westworld weitermachen und Sherlock. Nein. Thorsten. Also Sherlock, Thorsten. Ich kann mich da an wunderbare Sonntagabende erinnern. Ja, Sherlock habe ich ja gesagt. Das ist auch eins. Also Sherlock, Downton Abbey und Stranger Things, die stehen bei mir gerade so alle drei auf dem ersten. Ja, Game of Thrones nicht so unbedingt. Der steht vielleicht auf dem dritten Platz. Aber ich freue mich schon drauf, die jetzt anzugucken am Wochenende. Ach ja. Du kennst die doch schon. Ja, aber ich gucke die ja zum ersten Mal mit meiner Schwester, die ja da ist. Und ich bin sehr gespannt, wie sie drauf ist. Hallo, Entschuldigung. Die kennst du ja schon. Ist das jetzt eine neue Ausrede, Game of Thrones nicht noch 250 Mal zu gucken? Ich bin großer Game of Thrones Fan. Du mochtest die Staffel nicht, genau. Doch, ich mochte die Staffel auch. Aber ich bin eben halt, es gibt halt für mich Serien, die besser sind. Na, danke. Vor allem gibt es auch einfach Staffeln, die in der Serie besser waren. Ja, ja. Und es gibt halt einfach so den ein oder anderen Moment in der 7. Staffel, wo man sich denkt, hä? Aber gut, es ist aber halt... trotzdem nochmal an. Ja, nein, natürlich nicht nur einmal. Also ich denke mal, wenn die 8. Staffel rauskommt, spätestens dann suchte ich wieder alle 7 Staffeln durch. Also, du hast einen Chat. Ich hoffe niemals. Thorsten. Weißt du was? Ich spoiler jetzt mal Westworld, damit um Gottes Willen. Also, du kennst ja aber. Wir können dich ja stumm schalten, wenn du frech bist. Ja. Nein. Machen wir natürlich nicht. Hier darf jeder natürlich offen seine Meinung sagen, außer er spoilert. Also Westworld war ja tatsächlich letztes Jahr bei mir das Highlight. Dieses Jahr kam ja, also ich habe es ja auf Englisch verfolgt und dieses Jahr kam ja nichts Neues von Westworld. Das war ja das Schlimmste. Und jetzt ist ja langsam Rettung in Sicht, weil irgendwann nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr geht es ja weiter, Gott sei Dank. Oh, cool. Was bitte, Thorsten? Also ich fand sie auch gut. Also mir hat sie auch viel Spaß gebracht. Und ich fand auch diese Mindfuck-Momente sehr genial. Cordula, du hast so recht, indem du dich mir anschließt. Sind wir jetzt bei Westworld oder Staffel 2? Ja, Thorsten. Gibt es da schon eine Staffel 2? Nein. Nein. Was habe ich verpasst? Nein, die feilen noch am Drehbuch. Aber wann kommt die denn jetzt eigentlich? Ich habe das gerade gesagt, Anfang, Mitte nächsten Jahres. Adi. Das ist zu unpräzise, ich brauche genaue Daten. Ja, es gibt noch kein Datum, das ist ja das Problem. Es gab gerade diese HBO-Vorschau, die machen ja immer am Ende des Jahres eine Vorschau, okay, das kommt 2018. Da war ja Game of Thrones nicht mit drin. Deswegen müssen wir ja alle 2019 erst kommen. Ja. Aber Westworld war da halt ganz, ganz prominent so
bam, das Neue halt. Und das machen die ja auch geschickt. Bei Westworld ist neben Game of Thrones, ist nach Game of Thrones direkt die zweiterfolgreichste HBO-Serie aller Zeiten. Und es ist ne, erst in der zweiten Staffel jetzt und ist halt schon so krass gehypt und beliebt. Und deswegen machen die das ja geschickt, dass sie dann jetzt dieses Jahr Westworld haben, nächstes Jahr Game of Thrones und dann wahrscheinlich wieder Westworld und dann vielleicht wieder das Spin-off von Game of Thrones, weiß man nicht. Und der Hase hoppelt, oder wie sagt man? Aber was ich jetzt auch als letztes mitgeguckt habe, war ja Alias Grace, auch eine Serienverfilmung von Margaret Atwood, also von der auch der Reporter Markt ist. Und auch diese Serie, wenn sie sehr ruhig war, war sie auch sehr einnehmend und ja auch schon, ich fand auch ziemlich psycho. Also was, also es geht ja hier um eine Frau, die erste Mörderin, die es damals eben in Kanada ja tatsächlich gegeben hat, die Alias Marks, nein, Grace Marks gab es ja tatsächlich. Und es gab halt vorher noch nie Mörderinnen, sondern immer nur Mörder. Und man hat die natürlich für hysterisch total unbrauchbar dann gehalten und dann ist hier damals auch in so eine Anstalt gekommen und wir wissen ja so gefühlt alle, was, sag ich mal, 1700, 1800 in solchen Anstalten passiert ist. Ich glaube, in dieser Zeit möchte keiner von uns irgendwie gelebt haben und für hysterisch gehalten worden sein, weil ich glaube, danach... Oder später denken wir an Una. Ja, richtig. Und die ist dann eben im Gefängnis und dann gibt es eben einen Arzt, einen Psychologen, das Wort gab es ja in dem damaligen Falle noch nicht, der eben sagt, irgendwas steckt da dahinter. Und es klingt total unaufgeregt, aber dieses Frauenbild, was da gezeigt wurde, dieses Historische, was wirklich sich sehr echt anfühlt und wenn man Sachen aus dieser Zeit kennt, erkennt man das auch wieder. Und es ist halt wirklich sehr beklemmend und es fühlt sich unglaublich echt an. Also man hat immer den Eindruck, man sitzt direkt daneben. Und das fand ich so ganz... Also ich habe manchmal wirklich Mitschmerzen mit unserer Protagonistin, jetzt nicht körperlich, aber so, wo man sich wirklich so hineinversetzt und denkt, oh mein Gott, wie schlimm muss das gewesen sein? Und die Spur von der echten, also die verliert sich dann irgendwann geschichtlich und hier hat man halt schon ein Ende geschaffen, was ich wirklich Hammer fand und mir echt wünschen würde, dass die Wahrheit dahin geht, also dass es so tatsächlich passiert ist. Und ich mir denke, ja, so schließt eben manchmal was im Leben ab, ne? Und ich fand die wirklich großartig. Kann ich absolut nur empfehlen. Möchte ich auch unbedingt noch das Buch im nächsten Jahr lesen und bin da sehr gespannt, was Margaret Atwood, ich glaube, noch ein bisschen tiefgründiger wahrscheinlich auf 600 Seiten rüberbringt. Und bin da auch sehr gespannt, ja, wie da dann die Umsetzung im Nachgang sozusagen war. Klingt also auch eher so bedrückend düster in die Richtung. Ja, also es ist im Grunde, ich sag jetzt mal, Atwood hat ja so den Eindruck einer Dystopie, allerdings spielen diese Geschichten ja nicht zwangsläufig in der Zukunft, was ja sonst eine Dystopie mehr oder weniger ausmacht, sondern hier hast du halt wirklich dieses Vergangenheitliche und ich glaube, alle bis auf Phil haben ja Runa gelesen, ich glaube Phil, du noch nicht, oder? Nee. Ja. Und wenn man da so ein bisschen das Gefühl hatte, was ja in diesen Krankenhäusern so passiert ist, wie da die Männer in Weiß halt ihre Macht auch ausgenutzt haben, das ist schon echt gruselig. Und ich finde halt so, als Frau kann man sich vermutlich ein bisschen besser vielleicht noch hineinversetzen, weil es ja auch ein weiblicher Charakter ist. Das klingt jetzt wieder so böse, also, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine, weil man so denkt, ja, ich weiß genau, wie sowas wehtun kann oder, ne, das ist so, ah, da passiert halt auch ganz viel im Kopf, ne, also es ist auch schon sehr beklemmend und bedrückend und hat aber irgendwie Spaß gemacht, so bescheuert das klingt. Also ich habe die ersten 20 Minuten gesehen, bis dieser Arzt kam. Und das ist ja der Typ aus London Spy. Ja. Und aus The Kingsman. Und da war ich raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da war ich... Aber hast du sie wiedererkannt? Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Schauspielerin heißt. Nein. Kennst du die? Du kennst doch bestimmt die Verfilmung zum Anschlag? Nein. Nein, okay, weil da war sie die Frau. Ah, okay. Also, ja. Dann dachte ich auch, dieses Gesicht kennst du, dieses Gesicht kennst du, musst du dann auch googeln, aber... Nee, die kenne ich. Oh. Was haben wir hier? Ja, oben wurde mal gefragt, ob wir also arbeitstechnisch lesen, also während unserer, oder fürs Lesen bezahlt werden. Also, leider nicht. Den Wert, ne? Oh je, ich wäre reich. Aber leider nicht. Also wir lesen in unserer Freizeit. Und ich lese sehr viel, während andere schlafen. Von daher. Ja, ich auch. Ja, ich komme zum Glück mit wenig Schlaf aus. Ich brauche nicht wie Paradisi
7 Stunden waren es, ne, Paddy? Ja, 7 Stunden, sonst, ja, sonst heule ich rum. Sonst machst du einen auf Sleeping Beauties. Ja, genau. Ja, dann wären wir doch schon beim Thema, oder, Phil? Gute Überleitung. Die Überleitung war klasse, oder? Ich dachte auch. Ja, gut, Phil. Also 3 von 4 Kingsianern haben es beendet. Ja. Ja. Das sind natürlich nicht Spoiler, das ist ganz wichtig, natürlich. Ja, kein Spoiler. Soll ich sie auch holen, so knuddeln? Aber gefällt euch besser, Deutsch oder Original? Original. Das ist mir so wunsch. Nein, ich bin eine Frau, bei mir geht immer alles nur übers Äußere und ich möchte da eine Meinung zu. Nein, nein, nein. Die Coverbewertung überlassen wir anderen. Also ich finde, es ist mega aufgemacht, keine Frage. Und vor allen Dingen passt es mega gut zum Inhalt. Das ist was, was ich unglaublich schätze an diesem Buch. Und ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber wenn ihr Sleeping Beauties lest oder gehört habt oder was auch immer, dass ihr nichts anderes machen konntet. Nur daran gedacht. Man war nur da drin, und wenn ich dann einmal anfange zu lesen, dann lese ich auch 5, 6 Kapitel. Also da, die sind hier auch kurz, also das geht auch schnell. Aber deswegen war ich auch irgendwie in letzter Zeit nicht in der Lage, was anderes noch parallel zu lesen, weil ich immer nur bei Sleeping Beauties war. Und es ist einfach eine Geschichte, die alles verbindet, was ich geil finde. Alles. Alles, was ich von Stephen King geil finde, alles, was ich an geilen Geschichten geil finde, alles, was ich am Schreibstil geil finde, alles, was ich einfach, es war einfach alles für mich. Es ist einfach alles für mich. Es ist der heilige Gral in Buchform. Also, ich weiß nicht, ich finde es sowas von geil und ich bin richtig, richtig pumped für die Serie, die dann kommt, weil ich glaube, das kann eine richtig geile TV-Serie werden. Ja, außer also James Franco spielt mit. Der spielt ja in gefühlt allen komischen Serien mit, oder? Aber er spielt ja gar nicht. Er guckt einfach nur. Ja. Er hat ja auch keine Mimik. Ne? Also von Spielen ist da nichts erkennbar. Aber, ja. Aber wartet mal eben. Ich redet mal kurz über Sleeping Beauties weiter. Ich hole mal eben meinen schlauen Zettel. Ja. Thorsten hat sich Notizen gemacht. Ich habe Streber. Möchte jemand mal zusammenfassen, worum es eigentlich geht? Für alle, die es noch nicht gelesen haben. Du hältst es gerade in der Hand, ja. Okay, in Sleeping Beauties haben wir eine verschlafene Kleinstadt sozusagen, und es geschieht ein Phänomen, bei dem Frauen einschlafen und nicht wieder aufwachen. Aber nicht nur das, während sie schlafen, hüllt sich eine Art Kokon um sie. Irgendein weißes, ja, ein Kokon, ein Spinnennetz, sowas Artiges halt irgendwie um sie. Und sie wachen halt nicht wieder auf, sterben aber auch nicht, also sie atmen weiter und so. Und das heißt, irgendwann sind die Männer natürlich auf sich gestellt. Und wenn sie die Frauen erwecken, dann werden sie zu dem, was Paddy dann auch ist nach nur 6 Stunden Schlaf. Nämlich zu rasenden Furien und zu, sie werden, ja, blutrünstig. Und es ist eben Stephen King. Er hat zusammen mit seinem Sohn geschrieben. Und was da für Szenarien teilweise vorkommt, ist einfach der Hammer. Und das Ganze spielt halt in dieser Kleinstadt und dann auch nochmal in einem Frauenknast, was natürlich die geilste Idee war, die man eigentlich haben konnte bei so einer Prämisse. Und es ist ein Monster, es hat im Deutschen, wie viele Seiten hat es im Deutschen? 1000? Fast 960, glaube ich. Ja, nicht ganz 1000, ja. Es ist also echt ein Monsterbuch, aber das merkt man nicht, finde ich persönlich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Also ich würde es jetzt nicht als absolutes Highlight feiern, weder des Jahres noch von Stephen King. Ich finde es ein sehr gelungener King und ich mag auch die Atmosphäre, die darin herrscht. Oh ja. Fand aber tatsächlich die Vorgeschichte, bis mal so richtig losgeht, hat mir manchmal tatsächlich eine Spur zu lange gedauert, was wir ja von King kennen. Würde jetzt auch keinen Minuspunkt geben, aber ich, was mir tatsächlich manchmal so ein bisschen schwer fiel, ist so die Klischees, die ja so extrem auftauchten. Und ich hatte ja wirklich ein Problem mit der deutschen Übersetzung und Christi hat es vorhin schon geschrieben, ein schwäbischer King. Und ich hatte tatsächlich mit mancher grammatikalischer Übersetzung irgendwie Probleme. Also ich weiß nicht, warum mir das gerade hier so aufgefallen ist. Ich bin manchmal wirklich über Sätze gestolpert und dachte, nee, so sagt man das irgendwie nicht. Und das hat bei mir manchmal den Lesefluss wirklich irgendwie unterbrochen. Und eigentlich war ich bildlich sehr in der Geschichte drin. Aber wenn dann so Sätze kommen nach so einem Komma anstelle als wo, oder ja, also auch dieses im Internet habe ich irgendwo gelesen, dass er halt eher den
Genitiv als den Dativ verwendet und solche Dinge, auf die ich nie achten würde, ganz bewusst. Also keine Frage, ne? Also ich bin ja kein Lektor, der sich sowas anschauen müsste und macht das auch nie. Aber hier klang es für mich manchmal irgendwie nach komischem Deutsch. Und da muss ich ehrlich sagen, da dachte ich manchmal, hä? Hab innegehalten, nochmal gelesen und das hat für mich tatsächlich so ein bisschen manchmal das Lesen schwer gemacht. Und wo ich so dachte, Mensch, bei so einem Buch, von so einem Autor, von so einem Verlag zu so einem Preis, sollte schon irgendwie Deutsch klingen und nicht ja, Schwäbisch, wie Chrissy so schön sagt. Und mich hat ja sehr beruhigt tatsächlich, dass es auch ein paar Leute gab, denen es auch so ging. Also wenn man sich Rezensionen zu dem deutschen Buch durchliest, was ich im Nachgang getan habe, und auch so den ein oder anderen Blog oder so was mal liest, da ist es einigen so gegangen. Und ich dachte mir, Gott sei Dank, du bist nicht komplett verrückt. Ne? Also kannst du, Phil, jetzt natürlich mit deiner originalenglischen Ausgabe beurteilen. Aber Paddy und Thorsten, ihr habt ja gesagt, euch ist das nicht so ergangen oder nicht so bewusst aufgefallen. Und da habe ich ja echt an mir gezweifelt, ne? Und dachte, nach der Christian Bale-Affäre jetzt auch noch hier die deutsche Grammatik. Das Buch mag mich irgendwie nicht. Wobei ich aber sagen muss, mir sind doch ein paar Unterschiede im Schreibstil einfach untergekommen. Weil es halt auch zusammengeschrieben ist mit Owen King. Ganz extrem, ne? Manchmal, ja. Und klar, es hat absolut diesen typischen Stephen King-Flair und diese typische Stephen King-Struktur, aber es ist wesentlich temporeicher geschrieben. Man hat kurze, knackige Kapitel, man hat irgendwie, ich weiß nicht, es ist einfach nicht so ganz Stephen King. Es geht für mich ein Tick rasanter als sonst bei Stephen King und es ist ein Tick kommerzieller irgendwo, was ich aber irgendwie auch gut finde, weil es hat auch so ein bisschen, klar, das, was man an Stephen King liebt, mitgenommen, aber es ist auch irgendwie nochmal anders gemacht. Und das fand ich richtig geil. Das ist wie so eine Art moderner King, finde ich. Ja. Ja. Wobei ich ja sagen muss, dass die Bücher, die ich jetzt in der Vergangenheit von Stephen King gelesen habe und auch die Kurzgeschichten, die ich in der Vergangenheit, also jetzt in der näheren Vergangenheit gelesen habe, bis auf Der Anschlag waren für mich alle keine super typischen Kings mehr. Also es fing bei Revival an, ging über die Belotches-Trilogie weiter, dann Joyland, dann habe ich Pin-Up gelesen und Der Musterschüler habe ich gelesen und es war mir alles, das war alles gut, es war alles zum Teil auch sehr hervorragend, nur so dieses Stark-Feeling oder Tommyknockers-Feeling oder Needful-Things-Feeling oder Friedhof der Kuscheltiere, das kam nie über. Nichtsdestotrotz finde ich die neueren Werke von ihm auch gut. Aber bei diesem Buch, da habe ich gedacht, ich hatte manchmal den Eindruck, so, das ist das letzte Buch, was Stephen King schreiben wird, weil das wird sein Testament, weil es war, ich habe ja gesagt, ich habe mir während des Schreibens Notizen gemacht. Ich habe mir zwei DIN A4 Seiten aufgeschrieben, über zwei, an Anspielungen, die mir aufgefallen sind, die zum einen Referenzen auf frühere King-Werke waren, zum anderen aber auch Referenzen an True-Crime-Geschichten, an Politisches, an Popkultur und so weiter. Und das ist ja eigentlich das, was Stephen King ausmacht. Ne? In jedem deiner Bücher findest du ja irgendwo eine Verbindung zu anderen Büchern. Als Beispiel sei gesagt, diese Sonnenfinsternis, die sowohl bei Dolores als auch das Spiel in das Spiel taucht, wo sie sich gegenseitig quasi, wo sich die Geschichten gegenseitig verbinden. Das ist sowas für mich so typisch King. Und wir können ja gleich mal gucken, ob euch diese Sachen auch aufgefallen sind. Aber lasst uns lieber noch ein bisschen quatschen. Also die Meinungen gehen im Chat so ein bisschen auseinander. Also es gibt auch tatsächlich Leute, die noch keinen King gelesen haben. Und jemand hat vorhin gefragt, ob er sich schämen soll. Ja, also ich finde den nicht. Aber schön, dass trotzdem jeder hier so ein bisschen hergefunden hat. Und ich fand schön, oben hat auch noch jemand geschrieben, dass sie uns trotzdem guckt, weil wir eben auch noch andere gute Bücher lesen. Und ich denke, es geht eben auch beides. Ne? Man kann King mögen, lieben, heiß und innig, aber eben natürlich auch was anderes lesen. Wobei man wahrscheinlich mit seinen Büchern auch erstmal ein Jahr beschäftigt wäre, wenn man noch nie eins gelesen hat, ne? Und die durchsuchten möchte. Ja. Ja. King ist halt auch zu allem passend. Ne? Er bringt uns irgendwie auch zusammen, aber klar.
trotzdem noch andere Sachen. Und King selbst kann man ja auch nicht in einen Topf packen. Also, was hat der für unterschiedliche Sachen, ne? Das ist ja, ja unglaublich. Ja, oben hat auch mal noch jemand gefragt, warum er jetzt seine Söhne immer mal mit hineinzieht in die Geschichten, wobei ich das gar nicht schlecht finde, weil ich habe manchmal das Gefühl, seine Söhne müssten ja, ich sage jetzt mal so Paddy und mein Alter haben, ich glaube Mitte, Ende 30. Natürlich sind wir nur zarte 28, Paddy und ich. Es redend. Schon seit Jahren. Ja, ich habe manchmal den Eindruck, die sind vielleicht auch kleine King-Fans und schreiben dann eben auch das so ein bisschen mit in die Story, wie sie eben die Bücher toll fanden. Und ich glaube, würden wir uns mit einem Stephen King hinsetzen und eine Story schreiben, ich glaube auch, dass wir die coolen Dinge, die wir eben toll fanden in seinen Geschichten, auch mit einbringen würden. Und den Eindruck hatte ich bei Sleeping Beauties eben auch ganz oft. Also wenn es so gefühlt, oh, jetzt kommt eine etwas längere Geschichtserzählung, schwupps, war das modern, war das ein bisschen schneller. Und da dachte ich, ja, da hat bestimmt dann Owen hier mit eingegriffen und gesagt, Daddy, nein, so können wir das nicht schreiben. Ich mal einen kleinen Zahn zu. Nicht immer, keine Frage. Das Atmosphärische von King war da, aber an mancher Stelle hat man so gedacht, ich glaube, King hätte tatsächlich ein bisschen mehr ausgeholt. Und ich fand aber gut, dass es dann eben auch manchmal spannend zack, zack, zack ging und man da einfach auch in der Story wunderbar vorangekommen ist. Das fand ich sowieso. Also ich fand, dieses Buch war unheimlich fesselnd. Ich habe das so schnell gelesen und ich habe mich immer gefreut, wenn ich wusste, ich komme jetzt dann wieder zum Lesen. Und es war auch, weil die Kapitel halt so kurz waren. Weil du halt immer, du bist nie lang bei einem geblieben. Du bist immer gesprungen, hast immer ne, vom einen zum anderen. Dann warst du wieder beim Sheriff, dann warst du wieder im Gefängnis, dann warst du wieder bei unserem Psychologen, dann warst du wieder hier, dann warst du wieder da. Und es waren halt zwischendurch auch so fantastische Dinge dabei. Ich will jetzt nichts sagen, weil, ne, will niemand jetzt da irgendwas von wegnehmen, aber es hat einfach alles so gepasst. Es war so rund. Es war einfach eine richtig geile Geschichte. Ich fand's geil einfach. Ich finde keinen anderen Ausdruck dafür, außer geil. Ich fand's super. Es hat mich total gut unterhalten. Es ging super schnell zu lesen. Es war wieder der King, gut, das ist eigentlich fast immer, aber der Stephen King, den ich total liebe, den habe ich in dem Buch total wiedergefunden. Und auch, dass Owen King mir geschrieben hat, fand ich klasse, hat man gemerkt. Ich fand, man hat es auch gerade in der zweiten Hälfte so gemerkt irgendwie. Also zumindest mir. Hat mir auch besser gefallen, ja. Ja, da fand ich, war so eine kleine Änderung irgendwie drin. Also habe ich so ein bisschen wahrgenommen unterschwellig. Aber ich fand es super. Richtig toll. Und irgendwann werde ich es auch nochmal als Hörbuch hören, weil im Hörbuch kam ja ich nicht klar. Überhaupt nicht. Ich bin ja dann gleich aufs Buch umgestiegen und habe es ja dann komplett gelesen, anstatt zu hören, weil es war ganz schnell klar, dass das mit dem Hörbuch diesmal nichts wird bei der Geschichte. Ich glaube, es lag auch an den kurzen Kapiteln. Ja, glaube ich auch. Und an den vielen Charakteren, ja, hatte ich so den Eindruck. Und ja, ich sage es jetzt nochmal natürlich an David Nathan. Ja, 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 das war nichts. Es war kein Hörbuch, kein King. Nee, es war für mich auch gar nicht. Ja. Ich habe ja 3 Stunden gehört, ja, und das Gefühl gehabt, hä? Was, ja, geht's eigentlich? Ne? Und ja. Also hier wird ein bisschen sich drüber gerade ausgetauscht, ob man das gut findet, dass er jetzt seine Söhne eben mit reinbringt, beziehungsweise die Söhne auch schreiben und dann auch so ein bisschen den Namen des Vaters, oh Gott, das ist schon wieder deutsche Übersetzung von Sleeping Beauties, ob, jetzt habe ich den Faden verloren. Du wolltest was zu den Söhnen mit dem Vater, wenn der Vater mit dem Sohn. Den Namen des Vaters verwenden. Und des Sohnes. Das ist vorbei. Haben wir schon festgestellt, dass ja Joe Hill tatsächlich nicht den Namen von seinem Vater übernommen hat. Und ich glaube, Chrissy hat geschrieben, dass die Bücher in den letzten Jahren schon immer so ein Familienwerk waren. Und das glaube ich tatsächlich auch. Also allein der Anschlag, ne? Wir haben ja ein relativ cooles Ende bei der Anschlag. Das ist aber leider nicht von Stephen King. Ist von seinem Sohn. Weil der gesagt hat, der hat wohl gesagt, Papa, du kriegst Enden, und da bin ich ja seiner Meinung, du kriegst Enden nicht hin. Er versaut ja Enden regelmäßig. Nicht immer, aber regelmäßig. Ne? Und da hat er gesagt, komm, das schreibe ich mal neu. Und dementsprechend gut ist es auch geworden, ja.
Aber ich finde es auch gar nicht schlimm. Also ich glaube, auch wenn man einen Vater hat wie Stephen King und man irgendwie merkt, dass einem Schreiben Spaß macht, warum sollte man nicht nutzen, dass man dann Fuß in der Tür hat, ne? Also, ja. Also von daher, ich finde das überhaupt nicht verwerflich und ich würde jetzt auch nicht mit den Söhnen von Ochsenknecht vergleichen. Also, und ich meine, John Hill hat ja mit seinen eigenen Büchern schon bewiesen, dass er hervorragende, spannende Sachen schreiben kann. Ob jetzt Fireman da so ein gutes Beispiel ist, weiß ich nicht, aber Christmasland soll ja sehr, sehr gut sein und ich habe ja vor Jahren mal Blind gelesen oder wie hieß das? Blind? Ja. Ich glaube, das war unglaublich spannend. Also das fand ich sehr, sehr gruselig. Also eine richtige Gruselgeistergeschichte war schon cool, ja. Also ich finde es nicht schlimm. Also ich meine, das machen ja auch ganz viele. Also aber Leute, ich will jetzt mal um auch im Chat und vor allen Dingen auch die sich so nennenden King-Experten mal um Aufmerksamkeit bitten, weil ich werde jetzt völlig spoilerfrei die eine oder andere, ja nicht Stelle zitieren, aber das vorlesen, was ich mir herausgeschrieben habe. Und ihr müsst mir sagen, auf welches Buch oder auf welches Werk das Anspielung nimmt. Ja, sollen wir mal probieren? Moment, sind wir jetzt bei Stephen King, ja? Ja, wir sind jetzt bei Sleeping Beauty. Okay, okay. Patti, wir sind im Hangout der Kingsianer. Ja, ja, ja. Das ist ja schon gut, das ist ja schon gut. Okay. Ich dachte, es geht um Sleeping Beauty, meine Liebe. Okay. Also okay. Relativ zu Anfang wird eine Katze überfahren. Ja. Mhm. Das war Winston Churchill. Nein, das war nicht Winston Churchill, sondern das war Kakao. Ne? Könnt ihr euch daran erinnern? Aber wie du schon sagst, ne? Ja, der Kuscheltiere, keine Frage. Es war ein ganz schlimmer Moment in meiner. Ja, und dann ist der Wagen, der dieses Kätzchen umfährt, ausgerechnet ein. Ui. Ein Plim. Leute, ja. Im Chat hier, kommt. Im Chat. Es war ein Mercedes. Ach so. Es hätte jedes Auto sein können. Nein, es war ein Mercedes. Ich meine, was mit Mercedes alles angerichtet werden kann bei Stephen King, das wissen wir ja, ne? Ja. Dann ist einer Wärterin, aufgepasst, Chrissy, einer Wärterin, dieser mit diesen Muckis, ne? Einer Gefängniswärterin ist einmal aus einer großen Höhe ein Ziegelstein auf den Kopf gefallen. Chrissy, komm, das weißt du. Oh, bitte. Okay, ich lasse Chrissy nachdenken. Ich habe noch ein Mercedes. Jetzt. Dann, ist es der dunkle Turm, oder? Ja, es ist Susanna, genau. Susanna ist nämlich auch ein Ziegelstein aus großer Höhe auf dem Kopf gefallen. Dann gibt es, wartet, dann lernen sich Shannon und Clint kennen, während Shannon an einem Auto lehnt. Und an welchem Auto lehnt sie? An einem Buick. Es hätte jeder andere Wagen sein können, aber sie lehnt an einem Buick. So. Da war der Buick da. Da ist der Buick, genau. Dann ist eine der Insassinnen des Gefängnisses, die leidet an einer Krankheit. An welcher? Leute, ich habe das Buch doch gelesen. An Schlaflosigkeit. Ja, ich habe mich jetzt gar nicht mehr getraut. Du hast mich so einschüchtert. Ja, weil Thorsten so streng guckt hinter seiner Brille. Guck mal, so total streng. Wie wenn wir es nicht wissen, kriegen wir was mit dem Lineal auf. Achtung, jetzt will ich aber von allen. Stopp. Das ist mir wichtig. Der Ziegelstein ist Odette auf dem Kopf gefallen, nicht Susanna. Und das stammt aus dem Buch 3, wie sie oben auch schon geschrieben hat. Genau, okay. Ach, das hat sie. Genau. Kritik, du bist eine Wucht. So. Daumen hoch. Gibt es eine Supermarktszene, die mich sehr an Der Nebel erinnert hat. Dann das ist die Auflösung schon weggenommen. Ja, da wäre ich ja auch nie drauf gekommen. Eine andere Gefängnisinsassin, die ein Tattoo auf dem rechten Unterarm hat. Und da steht Love. Ja. Jetzt bitte. Love? Also die Frau hat ein Tattoo auf dem
rechten Unterarm, da steht Love drauf. An was erinnert das? War das die, die auch Bücher von Peter Straub und Joe Hill gelesen hat? Das weiß ich nicht. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ja. Ja, an Love, oder nicht? Ja, ans Buch jetzt. Nein. An das Buch Love. Es, Leute. Das Buch heißt ja auch gar nicht Love im Original. Deswegen wird's ja er bricht sich doch den Arm und auf seinem Gips. Ja, genau. Oder ja, ja. Das ist der Bruder und der Lover. Ja. Bringt einen doch an. Ich will mich nicht. So. Ich höre auf damit. Ihr habt das Buch alle gar nicht gelesen. Das ist ja furchtbar. Nein, wir haben die Anspielungen nicht verstanden. Lag an der schlechten deutschen Übersetzung. Ja. Es ist Thorsten beleidigt mit uns. Und dann gibt es Anspielungen auf Orange is the New Black, Walter White aus Breaking Bad, dann hier diese Zombie-Serie, The Walking Dead. Es, Anspielungen auf die Frankenstein-Filme. Eine verhängnisvolle Affäre kommt drin vor. Die Körperfresser kommen. Dann gibt es Anspielungen auf Wacko, auf die russischen Kindermörder. Dann gibt es auf, auf den Tanzwahn gibt's Anspielungen. Und es war einfach, für mich war das einfach der absolute Mindfuck. Und dann, nach der Hälfte, hörte es auf. So, und dann bin ich auf einen Satz gestoßen, den muss ich euch vorlesen. Da ist mir dann wieder das Herz aufgegangen. Da steht nämlich, ganz ehrlich, ganz einfach, ich sowas. Unterhaltet euch ruhig noch ein bisschen, ich suche. Also zu diesen Andeutungen, die du gerade erzählt hast, wenn ich natürlich die Hälfte dieser Serien, die du gerade genannt hast, gar nicht kenne. Ja, aber du kennst das. Kann ich natürlich weder was zu der Zombie-Serie sagen, noch zu Breaking Bad, noch zu, ich weiß gar nicht, was du zuerst gesagt hast. Das entgeht mir natürlich, weil ich diese Serien alle nicht kenne. Orange is the New Black. Ja, genau, kenne ich auch nicht. Hast du auch nichts verpasst. Ja, aber da kann ich natürlich keinen Bezug finden. Ja, ja. Es hat eine Serie gespielt im Frauenknast. Habe ich auch nicht geguckt. Aber im Gefängnis lesen sie Bücher von Peter Straub und Joe Hill und das fand ich mega geil. Genau, das habe ich auch aufgeschrieben. Ja, siehst du. Thorsten, wie läuft's? Oder die Zahl 9? Es steht auf jeden Fall der Satz da, dass sich einiges geändert hat in der Welt, weil die Welt hat sich ja weitergegangen. Ja. Und das ist ein Satz aus dem Turm. Der dunkle Turm. Der dunkle Turm. Ach, das war so schön. Habt ihr eigentlich mittlerweile mal den Film gesehen? Vom dunklen Turm? Nein, aber da werden wir ja demnächst ausführlich von Chrissy drüber informiert. Kommt er denn schon im Fernsehen? Nein. Nein, auf Blu-ray kommt er jetzt erst raus. Ah ja, na, dann dauert es nicht mehr lang, dann ist er ja zumindest auf Sky Select zu sehen. Dann kann man den ja kaufen. Oh, Paddy ist weg. Wieso? Mindfuck? Wieso muss ich, warum ist das niedlich, wenn ich das sage? Mindfuck. Wie, bei dir alles gut? Du warst gerade mal weg? Dieses Video ist nicht mehr befreundet. Alles gut, seht ihr mich und hört ihr mich wieder? Ja. Literaturprofessor Thorsten. Ja. Also halten wir fest, ein sehr genialer King, wenn auch für die einen das absolute Highlight, für andere wie mich eher so sehr gelungen, aber nicht der beste King. Gut, damit hätten wir das auch durch. Wumm, nächster Punkt. Wir haben doch keine Zeit. Verfilmungen, was haben wir gesehen? S. Schon so lange her. Das Spiel. Alle haben sie geklatscht nach dem Kinofilm. In der Vorpremiere. Das ist mir noch nie passiert. Ja, auch. Dass im Kino alle applaudiert haben. Ja, in der Vorpremiere, da passiert das, glaube ich, wohl häufiger. Also ich fand ihn gut, sehr gut, aber nicht als Verfilmung von S von Stephen King. Also es klingt total merkwürdig, losgelöst von der Story fand ich den Film wirklich Hammer. Ich fand ihn sehr tiefgründig, sehr berührend, sehr einnehmend, spannend und dank Pennywise natürlich auch sehr creepy. Aber für mich hat es nichts vom Gefühl zu tun gehabt, dass ich bei S, als ich es gelesen habe, gespürt habe, sondern es war für mich wirklich eine andere Geschichte.
weil man schon auf andere Dinge einen Fokus gelegt hat, als es Stephen King für mich getan hat im Lesen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man einfach schon so lange zurückliegend es gelesen hat und so ein Fanbild davon hat, wie diese Geschichte war und hat vielleicht mit der Realität gar nichts zu tun. Ich stehe also allein mit meiner Meinung dazu. Nächster Punkt. Also ich fand ihn super. Ich muss sagen, bei mir war das Gegenteil der Fall. Ich fand, es war eine super Adaption von diesem Roman, weil ich mir einfach denke, dieses Buch mit seinen 1500 Seiten ist einfach unverfilmbar. Wenn man da keine 13-teilige HBO-Serie draus machen will und da irgendwie in 2-Stunden-Film quetscht, dann hat der Film das richtig, richtig gut gemacht. Ich hatte auch tatsächlich dieses Feeling, dieses S-Feeling, dieser Club der Verlierer, diese Freundschaft, die gerade diese Freundschaft, die kam so gut rüber und das fand ich halt so toll, dass irgendwie dieses Feeling, was ich beim Buchlesen hatte, rübergekommen ist. Das ist so bei mir komplett das Gegenteil. Das fand ich tatsächlich bei Stranger Things fast mehr essiger sozusagen, als es in der S-Verfilmung gefühlt habe. Ja, aber das ist ja gerade genau das, worauf Stranger Things abzielt. Ne? Ja, aber es hat mich mehr überzeugt, dieser Club der Loser in Stranger Things, als in der S-Verfilmung. Also, aber er war gut. Also ich fand ihn ja wirklich herausragend gut, aber nicht als... Ich glaube, dass das bei Stranger Things, das ist bei mir tatsächlich bei Stranger Things auch so, aber ich weiß auch, woran es liegt, weil man einfach bei Stranger Things mehr Zeit hat. Weil Stranger Things sich ja über Folge und Folge und Folge und du liebst diese Charaktere einfach, weil die dir einfach immer mehr ans Herz wachsen, umso mehr, dass du da drin bist. Und dieser Film hat halt nun mal, ich meine, wie lange hat denn der gedauert? Der war ja auch nicht so lang im Endeffekt, oder? Du weißt jetzt gar nicht mehr so. Das schafft man halt auch einfach nicht. Das ist, aber mir war, also ich bin mit null Erwartungen rein, mit 0,0, weil es ist das beste Buch, das ich je gelesen habe. Ich habe es jetzt, glaube ich, 5-mal gelesen und einmal als Hörbuch gehört. Ich liebe es jedes Mal wieder und ich wusste ganz genau, dass dieser Film nie und nimmer nicht mal an diesem Buch kratzen wird. Und genauso bin ich auch rein und genauso bin ich auch wieder raus. Als guter Film, der aber nichts, also niemals ansatzweise irgendwie an das rankommt, was das Buch für mich ist. Ja, das meine ich. Aber er war gut. Also er war wirklich sehr gut, der Film. Wenn man also ihn komplett unabhängig vom Buch sieht, ist es ein guter Film gewesen, der auch wirklich Spaß macht und der, wo tolle Sachen transportiert, fand ich, der, wo Humor hat, der für mich persönlich jetzt nicht gruselig war, aber ja, oder nicht so. Es gab schon so Szenen, ne, wo ich weiß, man... Super gruselig. Also den, wenn ich sehe, in jeder Form, da ist... Wen? Pennywise. Also Pennywise, ja, okay, stimmt, ja. Also, aber ne, aber er war nix, also mit dem Buch ist sowieso klar. Aber war es vorher schon und deswegen habe ich auch... Ich glaube, der große Fehler ist tatsächlich, da eine Buchverfilmung zu erwarten. Ja. Das darf man nicht. Also das ist auch gar nicht, ich glaube auch nicht, dass das Ziel des Filmes ist. Was mich so überzeugt hat, war der Cast. Vor allen Dingen von den jungen Schauspielern, fand ich grandios, fand ich unglaublich. Die Umsetzung von Pennywise fand ich teilweise, ich fand ihn nicht gruselig, ich fand ihn eher verstörend und ja, so ein bisschen, ja, ich kann es gar nicht ausdrücken, so befremdlich, sehr befremdlich. Es gab eine einzige Szene, die mich wirklich erschreckt hat, ansonsten war der ganze Film relativ schockarm, vielleicht auch, weil man den im Trailer schon alles verbaut hat, was irgendwie spannend werden könnte im Film. Aber der Film als solches ist, also ich finde ihn total gelungen. Mir hat nur die Musik gefehlt aus dem Trailer. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Im Trailer war komplett andere Musik, die ich sehr gefeiert habe. Die gab es im Film nicht. Jedenfalls ist es mir nicht aufgefallen, was ich schade fand, weil die war schon sehr, sehr spannend, eerie. Und ich glaube, der zweite Teil wird ein ganz großes Problem haben, weil der auf die jungen Leute verzichten muss. Jetzt ist die Frage, wie der Cast aussieht. Ich glaube, da ist schon einiges raus an Cast. Aber ich glaube, der wird es noch schwerer haben als der erste. Wobei ich den ersten, den fand ich richtig gut. Also was ich tatsächlich so nach 2-3 Mal drüber schlafen fand, war, dass halt S für mich als Jugendliche und auch die erste Verfilmung von 1990 immer so unterschwellig böse war und unterschwellig gruselig.
Und bei dem neuen Film hatte ich tatsächlich so diesen moderneren Eindruck. Wie du auch sagst, Pennywise war irgendwie verstörender, nicht mehr ganz so einnehmend, wo man sich als Kind vorgruselt, sondern so ganz offensichtlich war er das Böse. Also nicht mehr so hintenrum, ne? wo er dich ja erst anlächelt, dir den Luftballon gibt und dich dann auffrisst. Das fand ich tatsächlich im neuen Film eher so, hier ist er gruselig und böse und echt böse und gemein. Und ich glaube, dieser Unterschied war tatsächlich, was ich glaube, vor dem neuen Pennywise hätte ich mich nicht so gegruselt und keine 20, 22 Jahre Albträume davon, wie ich das halt wirklich aus dem 1990er-Film sozusagen habe. Ne? Ja, weil du vielleicht auch älter geworden bist. Dankeschön. Ja. Und ich hoffe, dass du auch noch ein bisschen älter wirst. Also, ja, bitte. Ich will 100 werden, ja. Also hier, diese eine Szene, wie ich nochmal, also es war ja alles im Trailer, habe ich ja schon gesagt, aber diese eine Szene und tatsächlich, wer hat es hier gerade gesagt, war das Lena? Ja, also Lena, du hast recht. Und an Markus, das war genau die Szene, die mich da echt fast aus dem Sessel geschossen hat, weil die war auch nicht im Trailer. Also das, und diese Trailer, ich habe mir schon überlegt, keine Trailer mehr zu gucken. Also jedenfalls nicht von Horrorfilmen. Weil das versaut einem das. Das hat mir den ganzen Tag wirklich. Ja. Also Lena hat ja gesagt, dass sie es verwirrend fand, dass man auf die Erwachsenen verzichtet hat und dass es nur um die Kinder ging. Während man ja also eigentlich immer diese Rückblenden hat. Also man hat ja die Erwachsenen, die zurückgucken. Und das hat man ja ganz anders gemacht bei dieser Verfilmung und wirklich nur die Geschichte erzählt. Also nicht nur die Geschichte der Kinder, sondern in der Geschichte liegen sozusagen. Man hat ja auch die Zeit verändert. Ja. Ich muss aber sagen, das fand ich eigentlich sehr geschickt und sehr gut, dass sie das so gemacht haben, dass sie nur die Kinder gezeigt haben. Weil ich glaube, angenommen, sie hätten jetzt doch beides reingepresst in einen zwei- oder meinetwegen dreistündigen Film, das wäre ja absolut in die Hose gegangen. So hat man ja Zeit, sich auf die Kinder zu konzentrieren und die Freundschaft zu sehen und so weiter und so fort. Und man hat nicht immer diesen Bruch, dass man wieder rausgerissen wird und dann eine ganz andere Story hat. Und die können sich wirklich entwickeln. Und dann jetzt halt zu sehen, wie es dann im zweiten Film weitergeht, aber man hat halt alles noch im Hinterkopf aus dem ersten Film. Das finde ich eigentlich schon ziemlich geschickt gemacht, wenn ich ehrlich bin. Und ja, also ich finde das eine gute Entscheidung. Hat ja aber im alten Film auch geklappt. Also ich habe den ja erst vor 2, 3 Wochen angeguckt. Da lief er ja, glaube ich, auf Kabel 1. Und habe zusammen mit meiner Mama geguckt, allein gucke ich die ja nicht an. Und ich fand, da hat das auch super geklappt, dass man die Erwachsenen hat, sieht, wie die zueinander wiederfinden nach 28 Jahren und dann eben den Rückblick zu den Kindern. Und man hat dann aber im gleichen Moment dieses Gefühl für die Kinder entwickelt, wie auch für die Erwachsenen und konnte sich in die Erwachsenen so gut hineinversetzen, weil man eben die Rückblicke auf die Kindheit hatte. Also ich fand, das hat auch in dieser Variante gut funktioniert, ohne dass ich 2 Stunden nur Kinder erlebe. Jetzt muss ich noch mal was zu Lena sagen. Also ich wusste das, dass das der erste Teil von einem zweiteiligen Film ist. Und das ist da, dass der Film nur die Vergangenheit beleuchtet. Also nur quasi im Buch sind es ja die 50er Jahre und im Film sind es ja die 80er Jahre und dass die Kinder nur die Protagonisten sind. Und dass der zweite Teil dann eben mit den erwachsenen Protagonisten spielt. Das wusste ich vorher. Ich glaube, das habe ich mal irgendwo gelesen. Wusste ich auch, ja. Aber ich war trotzdem... Also ich verstehe sie, dass Lena sagt, irgendwie war man da ein bisschen irritiert. Ja, gut, wenn man darauf wartet, ist natürlich, irgendwas fehlt natürlich dann, klar. Ja, fehlt dann, ne? Ja, weitere Verfilmungen. Ich glaube, wir haben alle 4 das Spiel gesehen auf Netflix. Ja. Auch sehr geil. Großartig. Ja, fand ich auch. Ganz, ganz groß war das. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Vor allen Dingen, ich habe das Spiel ja gerade erst gelesen dieses Jahr. Und ich dachte mir so, okay, dieses Buch ist unverfilmbar. Wie soll man das verfilmen? Es spielt zu 90% im Kopf unserer Protagonistin. Es ist absoluter Psycho-Horror. Es spielt alles an einem Ort im Endeffekt mit ein paar Flashbacks. Wie soll man das jemals in diesem Leben irgendwie verfilmen? Und die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, das war richtig geil. Ja. Das war einfach richtig geil. Ja. Und es hat natürlich wieder ein bisschen vom Buch war anders, wie es halt immer ist. Aber das haben sie super gemacht. Sie haben wirklich das Buch genommen und da einen guten Film draus gemacht. Und das ist halt auch ein bisschen die Kunst von Buchverfilmungen, finde ich. Ich fand das super. Und die Szene, ihr wisst, welche Szene. Oh, ja. Das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich mich hingeguckt habe. Die Szene.
vielleicht sollten wir mal kurz noch erzählen, um was es in der Geschichte geht. Das Spiel ist ja ein Ehepaar, das schon länger verheiratet ist, die ins Feriendomizil fahren, alleinstehendes Haus irgendwo in der Pampa gefühlt und der Mann lustige Sexspielchen mit seiner Frau machen möchte und seine Frau erstmal ins Bett fesselt, die, glaube ich, auch im Buch nicht wirklich so begeistert so richtig von dieser Idee war, aber was tut man nicht alles? Und der Mann dann eben stirbt. In der Serie bekommt er, glaube ich, aufgrund von Viagra einen Herzinfarkt. Ich glaube, es war im Buch ein bisschen anders, aber es ist nicht so schlimm. Und da liegt er nun tot und die Frau angekettet in ihrem Bett und kann rufen, wie sie möchte. Und es passieren dann natürlich so ein paar Dinge, wo man sich überlegen kann, ja, Mysteriöses und was passiert im Kopf, was passiert tatsächlich, was passiert, wenn man irgendwie Durst bekommt, was hat es mit der Vergangenheit in irgendeiner Art und Weise zu tun und klingt irgendwie gar nicht so spannend, wie es dann tatsächlich war. Wer lässt sich noch ans Bett fesseln? Was? Jetzt nicht mehr. Aber Bruce Greenwood, ne? Bruce Greenwood. Unser Paddy, Bruce Greenwood, unser aller John F. Kennedy aus 13 Days. Ja. Absolut geile schauspielerische Leistung war das, ne? Ich mochte ihn als JFK ja schon total. Genial. Oh, Hammer. Echt. Und vor allen Dingen, als er dann im Dialog mit ihr war immer und was er halt auch zu ihr gesagt hat und was er ihr so ins Ohr geflüstert hat und wie er das überhaupt gespielt hat, das war gruselig. Das war richtig gruselig und da hast du eine Gänsehaut bekommen. Da können 10 Pennywise um die Ecke laufen, also der war wirklich... Ja. Er ist ja gar nicht das Gruseligste. Ich meine, gruselig ist ja sowieso, der Hund ist gruselig. Er ist gruselig, die Frau ist teilweise ja auch gruselig. Es war halt psychologisch sehr, sehr... Aber das Gruselige ist ja es gibt ja noch jemanden. Ja, ja. Also ohne jetzt... Und das war auch der Grund, warum ich ja damals, als ich das Spiel bei mir im Bücherregal nicht mehr gefunden habe, und wir haben ja, ne, wir sind ja uns ja einig, dass die Legende geht, dass, ne, wenn man mal ein Buch von Stephen King gesessen hat und das plötzlich nicht mehr im Bücherregal ist... Dann wird's übel. Dann wird der Antagonist dich nachts besuchen. Und jetzt könnt ihr ja auch euch wahrscheinlich vorstellen, warum ich schnellstmöglich das Spiel mir bei eBay, Rebuy wieder bestellt habe. Weil dieser Besucher, den möchte ich nicht. Nein, den möchte ich nirgendwo haben. Aber wisst ihr, an was ich da einen kurzen Moment denken musste? An Twilight. Bitte nicht sagen, aber es gibt ja in Twilight auch die Szene, wo Edward im Schlafzimmer von Bella auftaucht und sie ja im Grunde auch gestalkt hat. Ja, das will keiner hören, wunderbare Liebesgeschichte. Ich möchte auch ständig, dass der Kerl in meinem Schlafzimmer sitzt und mich anguckt in der Nacht. Er träumt davon nicht. Aber in dem Moment habe ich so einen kurzen Moment gedacht, da springt jetzt gleich Edward aus der Ecke und dachte wirklich, nein, Steffi, du bist hier in einem anderen Film zum Glück. Ah. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Du also wenn man bei Stephen King an Twilight denkt, dann weiß ich auch nicht weiter. Es war ja eher andersrum. Eigentlich hat man ja eher bei Twilight dann gedacht, das ist irgendwie wie bei Stephen King, ob da Bella so viel Glück hatte, dass der aus der Ecke gesprungen kam. Eins ist so beknackt wie das andere. Ja. Ja. Und ich bin auch heute noch viel dankbar, dass er mir S zugeschickt hat und ich sozusagen Pennywise nicht durch. Das war so krass ausgerechnet. S verschwindet bei Steffi. Nein! Wir mussten uns alle beruhigen. Welches war es bei dir, Paddy? Bei mir ist mehreres verschwunden. Naja, zu mir kommen dann gleich alle so schön nacheinander. Leland Gaunt. Oh Gott. Oh. Der. Oh. Wobei, der wäre mir noch der Liebste eigentlich von allen. Oh. Weil auf den muss ich erstmal reinfallen, dass mir der was tun kann. Und in dem Randolph, Fall sagen, Randolph. Ich nichts. Was mit Randolph Fleck? Annie Wilkes? Annie Wilkes, das von mir, ne? Hör mal auf, diese Namen um die Ohren zu hauen. Ja, die möchte auch keiner in seinem Schlafzimmer haben. Oh, ich möchte mal so ein Bitchfight sehen zwischen Cersei und Annie Wilkes. Hey. Auf wen setzen wir unser Geld? Ja, die liebe Chrissy schreibt gerade, Twilight kann man nun wirklich in keinster Weise mit King vergleichen. Und ich gebe dir natürlich recht, aber es war so ein kurzer
Und weiter unten steht, Twilight soll man einfach nur verbrennen. Ja, also, nein, also wir verbrennen ja keine Bücher. Also das machen wir nicht. Und man muss festhalten, die Bücher sind nicht so schlecht von Twilight. Die Filme waren schlecht. Das Thema. Es gibt noch eine weitere Stephen King-Verfilmung auf Netflix, bevor wir hier mit Twilight weitermachen. Ja. 1922. Ja, leider noch nicht gesehen. Ich leider auch nicht. Buddy ist weg. Die kommt gleich wieder, hat sie gesagt. Okay, ich habe es gesehen. Es ist sehr nah an der Geschichte. Es ist ja eine Kurzgeschichte. Spielt 1922 in den USA. Und auf der ersten Seite wird beschrieben, wie ein Mann gemeinsam mit seinem minderjährigen Sohn seine Frau umbringt, um an ein Stück Land zu kommen. Damit fängt die Geschichte dann im Grunde an. Also, und in dieser Geschichte ist wohl eine der brutalsten Mordszenen, also wie gesagt, diese Mordszene an der Frau, die ich je gelesen habe. Und Ähnliches gilt auch für den Film. Also es war schon sehr hart an der Grenze. Und wie gesagt, sehr nah am Buch, beziehungsweise an der Kurzgeschichte und total spannend und sehr, sehr Stephen King. Also ich war sehr begeistert. Steht auf jeden Fall auf der Watchlist ziemlich weit oben drin. Guck mal, und ja, auch nur ein Film, also nur ein Film, keine Serie, ne? 1922. Vicky sagt auch, dass das eine extrem heftige Geschichte war, und das war sie auch, ja. Und gut verfilmt. Pitch Black sagt das auch, ja. Thorsten, ist das eine Serie, ein Film? Nein, das ist ein Film auf Netflix. Okay, ein Film, okay. Ja, ja, auf Netflix habe ich schon in der Watchlist, aber ja. Ich war mir gerade nicht sicher, Serie oder ein Film. Eine Netflix-Verfilmung. Oh. Und sie heißt, weil es nochmal gefragt wird, 1922. Und die die Frau spielt diese eine aus Molly Parker aus House of Cards, da spielt die mit, sehr gut. Und der Vater spielt auch noch der spielt in The Mist mit, also in der Nebel, in dem Film, glaube ich. Da wären wir dann ja bei der nächsten Verfilmung, The Mist, der Nebel, ist ja eine Serie gewesen, richtig? Ja. Ja, da habe ich auch. Das habe ich mir gleich nicht angetan, nachdem Thorsten gesagt hat, es ist Mist und ich die Geschichte als Kurzgeschichte von King liebe, habe ich mir das gleich gar nicht erst gegeben. Und deswegen kann ich da nicht mitreden, aber ich liebe die Kurzgeschichte. Aber ich schaue mir das erst gar nicht an, weil... Ich hab die erste Folge gesehen und fand sie schon ganz lieblos. Ja. Ganz schrecklich, zusammengekleistert. Es geht schon, weißt du, eine typisch amerikanische Verfilmung, es geht schon sofort in die Vollen. Es wird überhaupt kein Charakter richtig eingeführt und zack, zack, zack. Und ja. Da habe ich gesagt, nee, also das brauche ich nicht. Da gibt es von Frank Darabont eben halt den Film, der absolut spitze ist. Und dann guckt man sich lieber den an oder liest das Buch. Und ich muss mal eben gucken, gerade hat jemand gefragt, ich glaube, Melanie hat gefragt, in welcher, oder ist das schon beantwortet? In welcher? Ja, zwischen Nacht und Dunkel. Genau. Ja. Und eine Verfilmung fehlt noch, die habt ihr leider alle noch nicht gesehen, Mr. Mercedes. Hier ist nämlich gerade auch die Rede gewesen, hat jemand geschrieben, hat gelesen, Netflix will Mr. Mercedes verfilmen. Mr. Mercedes läuft schon in den USA, ist die erste Staffel fertig. Und wo sie in Deutschland kommt, weiß man noch nicht. Und ist auf jeden Fall sehenswert, aber leider ein bisschen gestreckt für mein Empfinden. Das ist irgendwie ein bisschen, weiß nicht. Das gucken wir uns aber auf jeden Fall an. Ne? Auf jeden Fall, also angucken auf jeden Fall. Das ist nicht schlecht, auf keinen Fall. Steffi, du musst vorher unbedingt noch den ersten Teil lesen, weil ich glaube, dass dir Mr. Mercedes gefällt. Den habe ich gelesen, fand den nicht gut. Was? Aber Mind Control und so noch nicht, dann war das Mind Control. Ich habe nur den ersten Teil gelesen und dann auch den zweiten gar nicht. Ich hatte den, glaube ich, dann sogar mal hier. Phil, hat den nicht deine Mama von mir bekommen, den zweiten Teil? Ja. Du hast ja gar nicht weitergelesen. Ich dachte, du hättest das gar nicht gelesen. Nee, ich habe nur den ersten gelesen und fand den... Habt ihr nicht so? Nee, war nicht so meins, aber... Aber die Serie gucken wir trotzdem. Und da kann ich für den zweiten lesen, der ist nämlich viel besser als der erste. Ja, wenn der erste Teil nicht gefallen hat, dann... Der hat da mit dem ersten Teil gar nichts zu tun. Sind nur dieselben Punkte. Ja, stimmt, der zweite ist komplett raus. Naja, nee.
Ja, die Geschichte ist eine völlig andere. Da geht ja, aber man muss trotzdem den ersten vorher lesen. Ja, das stimmt. Ja, das schon, aber er ist jetzt nicht so... Also ich nein, nein. Also 1 und 2 sind so eine Unit. 1 und 3 sind drei, ja, eine ja. Geschichte. Und 2 ist ein bisschen losgelöst, ja. Mhm. Aber das ist trotzdem auf jeden Fall... Aber man muss das in der Reihenfolge lesen, das sowieso, ja, ja. Ja. Das ist ja immer so schlimm, wenn du dann so im Buchladen bist und du siehst, wie jemand sich ein Buch aussucht. Das ist mir vor 2 Wochen erst passiert. Und sie zieht Finderlohn raus und liest sich so durch, ah, worum geht's und so, und latscht dann mit zur Kasse. Oh, möchtest du dann auch mal eingreifen? Und ich wollte sagen, wissen Sie, dass das der zweite Teil ist? Aber ich sag da immer nichts, weil ich will den Leuten dann immer, ich denke mir, vielleicht wissen die das und jetzt komme ich mit Oberschlaumeierin. Und aber ich sag sowas auch, Paddy. Also ich habe da auch überhaupt keine Probleme da. Die an der Kasse, das war mal eine richtig süße Kassiererin, die hat dann gesagt, sie wissen schon, dass das der zweite Teil ist. Und tatsächlich wusste sie es nicht und hat gesagt, ach wirklich, okay. Und dann hat sie sich halt Mr. Mercedes geholt. Aber dann habe ich mir gedacht, hättest du mal was gesagt, aber ich war dann froh, dass die das an der Kasse gemacht hat. Ne? Aber das ist halt immer, ja. Naja, muss man auf jeden Fall nach der Reihe lesen. Muss man immer aufs Klo. Ja. Und ich wurde auch gerade gefragt, ob das Geheime Fenster, was bei Netflix läuft, auch Stephen King ist. Ja, das ist ja eine Novelle von Stephen King, die in Langoliers, glaube ich, mit inkludiert, sagt man das? Nein, war. Und ja, da ist ja auch Johnny Depp mit dabei, den ich grandios finde in dieser Verfilmung. Also absolute Empfehlung. Einer meiner liebsten Verfilmungen. Oh ja. Ja, genau, The Secret Window. Ja, richtig. Was ja mich immer verwirrt in der deutschen Übersetzung, die Novelle Der geheime Garten, das geheime Fenster oder der versteckte Garten, das geheime Fenster, ich weiß gar nicht, das hat ja so beides im Titel und mich verwirrt das dann immer beim Film, was ist es denn jetzt, das geheime Fenster, der geheime Garten, ja, aber es ist immer irgendwie das Fenster, das muss ich, glaube ich, mal mir merken. Ja, Chrissy sagt, man muss Mr. Mercedes nicht unbedingt kennen oder gelesen haben. Man kann Finderlohn auch so lesen. Gut, vielleicht gucke ich mir die Reihe doch mal an. Und ja, Vicky sagt, Paddy, dass Vicky sagt auch immer irgendwas zu den Kunden und ja, würde da auch immer einschreiten sozusagen. Ja, ist aber auch. Letztes Mal habe ich auch was gesagt, bei Lucinda Riley war das allerdings, weil da hat jemand den zweiten Teil zur 7-Schwestern-Reihe wollte sich kaufen und ich stand direkt daneben und ich habe mir die Perlenschwester noch mal im Laden angeschaut, ich habe das Cover halt noch mal geguckt und dann habe ich zu ihr auch gesagt, das ist bei der zweite Teil und sie so, was wirklich? Ja gut, dass sie mir das sagen und so und dann habe ich gesagt, ja der erste ist die 7 Schwestern und da war sie total dankbar, weil viele Leute fragen halt auch einfach nicht nach, weil die nehmen sich das Buch raus und man weiß halt oft auch nicht, ob das irgendein Teil ist, weil es steht halt oftmals auch nicht hinten drauf, ne? Ja, und das ist eigentlich schade, ne? Also das finde ich immer schade, also weil ja nicht jeder sich vielleicht mit Büchern so beschäftigt, wie wir das machen. Ja. Man schlawenzelt ja manchmal, wie man bei uns so schön sagt, auch einfach durch den Buchladen und entdeckt irgendwie ein Buch, was einen anspricht. Und dann guckt man mal so auf Lovely Books oder, ne, oh, welcher Teil ist das? Ist das eine Reihe? Und da denkt man manchmal auch, kann man nicht einfach hinten draufschreiben, Band 1, 2, 3 von? Würde ich auch oder wie auch finden, ehrlich. Ja. Phil, du wirst gefragt, ob die Serie oder das Buch zu Der Anschlag, also 11, 22, 63, besser ist. Steffi, deine Antwort, das Buch. Und meine auch. Also ich fand die Serie auch super. Steffi fand sie nicht super. Aber das Buch war halt einfach wirklich grandios. Also war der Hammer. Und die Serie und es fehlt viel in der Serie. Es fehlt einfach unglaublich viel, finde ich. Also, aber da hat man halt auch nur... Das ist halt eine 6-stündige Serie, ne? Da hat man dann wieder das Problem mit der Zeit so ein bisschen. Da hätte man auch einfach Film drauf. Wenn man eine Serie macht, könnte man auch anstelle von 6 Stunden einfach 10 Folgen. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Ich meine, ich bin nicht beschränkt auf 2,5 Stunden wie im Kino, sondern ob es jetzt 6 Folgen sind oder 8, hätte da überhaupt keine Rolle gespielt. Und man hat auch so viele Dinge verdreht. Manches hat durchaus Sinn gemacht, wie das mit dem, also ja, es hat manches Sinn gemacht, dass man das geändert hat. Oh, möchte ja nicht spoilern. Aber es gibt, also ich fand auch James Franco unglaublich schrecklich. Also, nee, ich nicht. Ich fand ihn so schrecklich. Ich fand ihn ganz furchtbar. Witzig, dass das auseinander geht. Ja, es ist Wahnsinn, ne? Aber ich
fand halt, der hat wirklich keine Gesichtszüge, der hat immer gleich geguckt, egal ob er erschrocken war oder traurig oder erfreut, der hat immer geguckt. Ich möchte noch ganz kurz einmal was zu Lucinda Riley sagen, nur ganz kurz. Okay, dann bin ich ganz kurz raus, weil Lucinda Riley ist eh nicht meins. Ich muss ganz kurz zurückkehren, sorry. Das werden wir noch sehen. Irgendwann war auch Yankee Candle nichts für dich. So. Spoiler doch nicht. Okay, ich bin gleich wieder. Dafür bin ich wieder da. Das ist die große Ankündigung. Bei Film gibt es jetzt auch Yankee Candle. Nur mal ganz kurz noch zu Lucinda Riley. Es stimmt grundsätzlich, dass man diese Teile der Sieben-Schwestern-Reihe einzeln lesen kann. Das stimmt. Aber was man auf jeden Fall gelesen haben muss, ist der erste, weil im ersten die ganzen Schwestern vorgestellt werden und auch, ne, wie das alles überhaupt losgeht. Also den muss man lesen. Theoretisch könnte man dann sagen, okay, man will jetzt nur die Perlenschwester lesen, also den vierten. Dann kann man jetzt zum Beispiel den zweiten und den dritten auslassen. Ich würde sie trotzdem nach der Reihe lesen, weil alle Geschichten einfach ihren ganz eigenen Flair haben und weil es halt immer um die einzelnen Schwestern, die Delapliers-Schwestern geht. Aber man kann jetzt auch sagen, okay, mich interessiert jetzt Norwegen nicht so sehr. Ich glaube, im zweiten Teil sind wir in Norwegen, wenn ich mich nicht täusche, mich interessiert mehr Australien, Thailand, Schottland zum Beispiel, dann könnte man jetzt auch die Perlenschwester gleich lesen und zwei Teile überspringen. Aber den ersten muss man gelesen haben, weil sonst weiß man nicht, was hier überhaupt los ist. Also, du hast ja mein Hörbuch mitgehört, oder? Was sagst du? Das Hörbuch hast du, glaube ich, doch auch immer mal. Habe ich mitgehört, ja. Ja. Ist das lebenswert von mir? Sehr ja. schön gelesen, ja. Also ich mochte ja den Lavendelgarten leider nicht so. Steffi ist aber wieder ganz anders. Das schreibt sich ja ganz anders. Das hat Miri eben auch schon gesagt und die empfiehlt mir ja auch immer diese Schwestern-Reihe und da denke ich, ja genau, ja, Miri ist ja auch gerade da und da habe ich es eben auch schon gesagt, vielleicht einfach mal hören, vielleicht kriegt man da irgendwie einen schönen. Ja, auf jeden Fall. Darf ich mal was sagen? Ja. Harry. Harry Kane hat sich... Was? Harry Kane hat sich Terror gekauft. Und auch... Wer? Oder Hurrikane, was weiß ich. Hat Terror gekauft und findet es auf den ersten 50 Seiten schon etwas schwer, reinzukommen, wird es besser. Also ich bin da ja jetzt nicht, ich bin da ja kritikunfähig bei Terror. Vielleicht sagt Steffen mal was dazu. Ja, ein Highlight dieses Jahr. Also Terror fand ich atmosphärisch wirklich der Hammer. Ich mochte diesen Blick in die Vergangenheit. Ich mochte die Mischung aus Historischem und Dazugedachten. Und ich mochte auch diese Aspekte, die so ab dem letzten Drittel starten, die, glaube ich, manche nicht mochten. Ich fand die aber großartig. Ich mochte diese ganze Mythologie, die es da eben im Nordischen sozusagen hat. Also ich bin absoluter Fan von Terror und ich freue mich auf die Serie, wenn die hoffentlich nächstes Jahr startet. Und aktuell ist es ja bei Dan Simmons und mir unentschieden. Zwei Bücher genial, zwei Bücher abgebrochen. Der Berg wird im Februar gelesen. Und der wird wieder genial. Bitte? Der wird wieder genial. Ja, wahrscheinlich. Es ist wieder ein ungerades Buch. Ich glaube, das ist wie bei Flucht der Karibik. Ne? Die Ungeraten sind einfach immer die Besten. Also ich bin sehr gespannt. Also ich finde, er hat es wirklich großartig gemacht. Ist, glaube ich, nicht für jeden etwas. Also ich glaube, es gibt auch Leute, die das vielleicht langweilig finden und die da nichts mit anfangen können. Also es ist, glaube ich, nicht uneingeschränkt empfehlenswert, aber es war für mich wirklich ein Highlight, ja. Also Flashback, den habe ich ja vor ganz vielen Jahren mal gelesen, der ist mir auch überhaupt gar nicht im Gedächtnis geblieben. Also kein großartiges Buch. Und bei Drude, das ist ja wahrscheinlich das zweite, was du abgebrochen hast, ne? Kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil Drude schon sehr speziell ist und man da wirklich auch, weil es ja auch ein Riesenschinken ist, unglaublich Durchhaltevermögen braucht. Viel mehr als bei Terror. Ich finde, bei Terror, wenn man erstmal so die ersten 100, 150 Seiten durch ist und man mit den Personen auch so ein bisschen klargekommen ist, und das Schöne ist ja daran, in dem Buch sind die Kapitelüberschriften ja immer die Personen, um die es in dem Kapitel geht. Und wenn man da so ein bisschen so Fahrt aufgenommen hat, dann fliegt diese Geschichte einfach dahin und da sind diese 1000 Seiten auch eben nichts weg. Ja, wir haben die ja miteinander gelesen, also wir haben uns das Buch ja eingeteilt, aber ich glaube tatsächlich auch die letzten 100, 150 Seiten mussten dann auch so in einem Schwung, ganz böse wie ich war, weggelesen werden. Und so war es ja auch bei Kinder der Nacht. Also auch eine absolute Empfehlung, wer jetzt denkt, oh Gott, ein Vampirroman und sieht Vampire schon wieder glitzern,
Nein, also überhaupt nicht. Ich fand das unglaublich düster, dunkel, gruselig. Ich fand das packend, spannend erzählt. Und ich fand einfach diese Idee, die da wieder gesponnen wurden, mit wieder historisch belegten Dingen, insofern Dracula tatsächlich historisch belegt sein kann. Und dieses Übergreifen in unserer Zeit einfach Hammer. Also auch wirklich absolute Empfehlung und auch wirklich ein Highlight dieses Jahr. Ja, und das ist eben das, was Dan Simmons kann. Und das fehlt vielleicht auch so ein bisschen an Flashback, kann ich mir vorstellen. So dieser reale historische Bezug. Ja. Und ich finde, das macht er genauso gut wie Robert Harris, der da ja auch ein Meister drin ist. Und die beiden schreiben halt historische Romane, so wie sie sein sollen. Super spannend. Und ein bisschen von der wirklichen Geschichte bleibt immer auch hängen. Und das finde ich so grandios. Ja. Und der Berg übrigens auch auf historischem Hintergrund und zwar mit einem ziemlich geilen Ende, kann ich da nur sagen. Also mich hat das ziemlich überrascht. Besteigen sozusagen. Also da geht es um die Mount Everest-Besteigung und da natürlich ja, es geht ja um die erste Mount Everest-Besteigung, die ja nicht von Edmund Hillary durchgeführt worden ist, sondern man munkelt ja, dass schon vorher Leute auf dem Mount Everest gewesen sind, schon sehr, sehr viel früher, in den 30er Jahren. Und da gibt es tatsächlich Expeditionen, die auch historisch belegt sind. Und darum spinnt Dan Brown, Dan Brown, Hilfe! Ja. Das war meine freudsche Leistung. Böse. Und ein guter Tipp ist wirklich, vielleicht Dan Simmons als Hörbuch zu hören, weil es doch die eine oder andere Länge hat, gerade Drood oder Terror. Und wer da nicht so gut reinkommt, der sollte einfach zum Hörbuch greifen. Ja, also das, ich hab alles immer gelesen. Ich finde, ich mag ja auch lange Geschichten. Also allein, wenn man an die Passage-Trilogie denkt, ich glaube, die muss ich im nächsten Jahr mal rereaden. Da bleibt einfach was. Und ich glaube, oben hat Nettie, glaube ich, geschrieben, dass sie da heute auch ein Jahr später gefühlt immer noch daran denkt, an Terror. Und ich glaube, wir haben Terror ja im Januar gelesen, als es richtig arschkalt draußen war. Und in der Geschichte ist ja auch gefühlt nur Eis und minus 40 Grad. Es ist so kalt. Ja, es war einem selbst in einem Wohnzimmer mit 25 Grad dann irgendwann kalt. Und man dachte, oh, wo ist die Decke und die Heizdecke? War Hammer. Also ich... genauso. Also ich träume da auch heute noch von, habe da Sachen vor Augen und fiebere da immer noch irgendwie und denke an Passagen. Ja, war wirklich ein Highlight. So, wir haben 9:30, das heißt, ein gutes Stündchen, denke ich mal, machen wir noch. So 3 Stunden haben wir ja uns immer so ein bisschen vorgenommen. Ja. Wollen wir denn mal unsere Ankündigung machen und danach vielleicht noch eine Fragerunde und vielleicht noch ein bisschen über andere Bücher quatschen? Ja, klar. Ja. Steffi, dein Kanal. Oh, mein Kanal. Oh nein. Wollen wir nicht irgendwie ein Spiel draus machen? Trommelwirbel brauchen wir auch, aber wollen wir nicht irgendwie. Man könnte ja mal den Chat fragen, was stellt ihr euch denn vor, was unsere Ankündigung sein könnte? Und es ist kein Clickbait, wie vorhin Melanie scherzhaft in die Runde geworfen. Ja, also mich würde interessieren, was wirklich so die Leute denken, was es sein könnte. Na, wer von euch ist schwanger? Ja, Chrissy, ich glaube, Thorsten will. Ich kriege einen Elefant. Der Rüssel, der guckt schon raus. War nicht jugendfrei, Thorsten. Wir sind nicht werbefreundlich. Das Video wird demonetarisiert. Ja, also Chrissys Verdacht, nein, natürlich ist aktuell noch niemand bekannt schwanger. Ich weiß auch nicht, ob wir das in den Kingsiana Hangout verkünden würden. Oh, ihr ja, interviewt Stephen King. Das wäre natürlich geil. Sehr Hammer. Wortfieber und Lisa, das ist schon, da sind wir da. Das Steffen King macht beim nächsten Hangout persönlich mit. Das wäre natürlich auch sehr geil. Ihr macht eine Reise. Ja. Ja. Ja, Markus, ja. Na, es wird wärmer. Es wird wärmer. Komm, ja. Hau raus. Ja, jetzt fehlen mir tatsächlich die Worte. Ja, die Kingsiana gehen 2018 mit Hugendubel auf Tour. Auf Deutschland-Tour. Und wir kommen auch in deine Stadt. Warnung, Warnung. Ja,
wir touren. Es ist irgendwas mit Hugendubel und tatsächlich haben wir eine tolle Zusammenarbeit mit Hugendubel und dürfen im Rahmen dieser Zusammenarbeit eben auf Tour gehen. Wir haben schon so ein paar Terminplanungen. Wir werden nach Frankfurt kommen und nach Berlin. Und es sind auch nicht weitere Termine ausgeschlossen. Und da wird es ganz tolle Aktionen rund um uns geben und um die Buchhandlung, um natürlich auch um alle, die ihr hier seid im Chat und beim Zuschauen dabei seid. Und wir freuen uns mega darauf. Und Marco, wir kommen noch in die Schweiz. Das wäre natürlich auch cool, ja. Nein, leider nicht. Ja, also für uns ist natürlich auch wichtig, dass, ne, ihr habt es vielleicht auch mitgekriegt, dass wir zusammen in München waren. Zum ersten Mal durften wir uns alle zu viert zusammen irgendwie sehen. Und das ist natürlich auch das Schöne für uns, dass wir einfach diese Möglichkeit haben, dann auch mit euch noch krasser irgendwie in den Austausch zu treten, weil wir haben immer so viel Spaß an diesen Hangouts und wir merken, dass ihr da auch Spaß dran habt und dass wir einfach irgendwie jetzt Kingsianer live on Tour sind und quasi für euch da sind und ihr vielleicht auch für uns da seid und es wird auf jeden Fall eine Gaudi. Sagt man das so bei euch in Bayern? Ich weiß es nicht. Jawohl! Wird eine Gaudi. Ja. Also es ist die Frage, ob erstmal nur Deutschland, ja, also es ist aktuell wirklich erstmal nur Frankfurt geplant und Berlin, einmal im Mai und einmal im Juni und wir hoffen aber, dass dann noch weitere Termine und Dinge folgen und Veranstaltungen und es ist nicht nur so, dass ihr uns dann vor Ort begleiten könnt im Hugendubel, sondern dass wir zum Beispiel dann natürlich auch mal einen Hangout machen mit euch zusammen aus der Buchhandlung und da natürlich auch allerlei schöne Dinge hoffentlich nicht nur für uns, sondern natürlich auch für euch geplant sind und wie Phil schon gesagt hat, ich freue mich mega auf die gemeinsame Zeit, dass wir vier da ganz tolle Dinge erleben dürfen und natürlich auch zusammen wirklich mit euch, den Zuschauern und das finde ich immer besonders wichtig und schön, dass uns diese Möglichkeit auch so gegeben wird. Ja. Auf jeden Fall. Und das werden sowohl Abendveranstaltungen quasi, wo wir für euch da sind, wo wir irgendwie zusammen etwas machen, aber eben auch noch was ganz anderes, was einfach irgendwie noch nie so jemand vorher gemacht hat. Also wir haben da echt einiges geplant, was mega cool ist. Und da werdet ihr auch in nächster Zeit auf jeden Fall ganz viel von hören. Ja. Und ich weiß einfach jetzt schon, dass ich das so dermaßen ausschlachten werde. Ich freue mich einfach so hart darauf, wirklich. Aber das kann man auch ausschlachten, weil es halt einfach nur geil ist. Also, ne, ich sage jetzt einfach mal nur Frankfurt und dann, Also es wird immer mal nach den Terminen gefragt. Ich gucke jetzt mal, wann unsere Termine konkret sind. Wir sind in Frankfurt am 19. Mai und wir werden in Berlin sein am 30. Juni. Und diese beiden Termine sind jetzt schon fix. Wir werden ja auch noch in Leipzig sein, ne? Also bis auf... Ja, genau. Drei von uns werden auch in Leipzig sein, aber das dann eben weniger im Zuge dieser tollen Zusammenarbeit, als natürlich einfach, weil wir da sowieso hinwollen. Also auch Leipziger Buchmesse werden wir sein, allerdings ohne Paddy. Aber ja, und in Frankfurt auf der Buchmesse werde ich dann nicht sein, dementsprechend fehlt immer irgendwie ein weibliches Mitglied. Irgendwie auffällig. Aber wir gleichen das dann wieder aus, Steffi. Ich vertrete genau. Leipzig und das passt dann. Ja, aber in Frankfurt an unserem Termin, da wirst du auch dabei sein. Und nur nicht auf der Buchmesse. Natürlich, nur auf der Buchmesse. Nur auf der Messe. Das wollen wir nochmal. Ja. Und wir haben uns Frankfurt und Berlin rausgesucht, weil ich glaube, das sind schon sehr zentrale Städte. Da haben wir eigentlich. Da kommen eigentlich relativ viele relativ gut hin. Also anders als zum Beispiel München oder Hamburg jetzt. Das ist ja schon sehr außer Flucht irgendwie. Ja. Also es werden hier auch verschiedene Filialen noch genannt oder Städte wie Augsburg. Ich weiß, Mel, in Erfurt ist auch einer. Ich weiß, auch in Nürnberg ist einer. Und ich denke mal, dass man das bestimmt, wenn wir viel Spaß mit euch in diesen zwei Terminen haben, dass dann vielleicht auch was fürs Herbst Programm geplant wird. Das ist ja jetzt das Frühlings-Sommer-Programm von Hugendubel. Und drei von uns sind auch auf der Leipziger Buchmesse. Und ich denke, das ist der erste Termin, der ansteht, ist die Buchmesse. Die ist ja Mitte März. Ich glaube, vom 14., 15., 16. Und das Wochenende. Und ich weiß gar nicht, wie es mit Hugendubel in Schweiz oder Österreich aussieht. Da bin ich tatsächlich jetzt überfragt.
Und ein kurzer Hinweis nochmal, weil hier gerade auch einige etwas enttäuscht sind, dass wir nicht nach also richtig nach Süddeutschland fahren. Hugendubel hat die Zentrale in München und wir waren ja vor einigen Wochen in München. Und ich schließe es nicht aus, dass wir dieses Jahr, vielleicht am Ende des Jahres oder vielleicht Anfang, nicht dieses Jahr, nächstes Jahr auch nochmal nach München kommen. Also, ja, das schließe ich auch nicht aus. Das ist jetzt erstmal früher Sommer. So, ne? Also da kann immer mehr draus werden, also ganz bestimmt. Richtig, richtig. Also wir haben halt auch einfach richtig Bock auf diese Aktion. Natürlich ist es ja auch irgendwie zeitaufwendig, auch für uns. Wir haben natürlich auch noch ganz normale Jobs, deswegen machen wir halt erstmal zu Anfang nicht so viele Termine, um halt auch zu gucken, wie die Reaktion von euch ist, worauf ihr eigentlich Bock habt, wenn ihr Ideen habt oder Wünsche. Oh, Phil ist jetzt Phil? Gerne schon raus, wenn auch noch viel dazu kommt. Ja? Phil, du warst gerade mal weg. Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Was ist los? War ich weg? Du warst gerade mal weg. Man hat nur die Hälfte deiner wunderbaren Rede gehört. Schade. Okay, dann stellt euch einfach vor, ich habe etwas ganz Inspirierendes gesagt und alle sind jetzt, haben jetzt hier das Panem-Symbol gemacht und dabei gegriffen. Und gut ist. Ja. Ja, ich meine über die Städte. Also wir haben uns ja auch überlegt, wo könnten wir sowas machen, um so viele wie möglich von euch dann auch kennenzulernen und mit einzubinden. Und wie Thorsten schon gesagt hat, Frankfurt ist halt in Deutschland relativ zentral und Berlin auch relativ leicht im Vergleich zu anderen Städten auch erreichbar. Ich weiß nicht, aus welchen Städten denn all unsere Zuschauer so kommen. Ich weiß auch noch nicht, wie wir das mal vielleicht mit einer Umfrage irgendwie machen könnte, welche Hugendubel-Filiale in der Nähe von euch wäre. Aber ich denke, da lässt sich im neuen Jahr bestimmt irgendwie mal so eine Umfrage starten, dass wir mal sehen, wo sitzen denn unsere Zuschauer und wo macht es Sinn, vielleicht ja für den Herbst dann weitere Termine zu planen. Das Problem, was heißt das Problem? Aber die Besonderheit bei Hugendubel ist ja, dass sie vermehrt in Süddeutschland Filialen haben. Also es gibt teilweise, ich glaube, in Hamburg und Hannover gibt es Filialen, aber ansonsten, und ich glaube, in Lübeck. Aber ansonsten haben die sich ja so ein bisschen in den Süden, im Süden konzentriert. Und Thalia ist eben halt Hauptsitz in Hamburg. Und die haben sich halt so ein bisschen wie Aldi Nord und Aldi Süd, ne, so ein bisschen so aufgeteilt. Deshalb ist es vielleicht auch alles etwas so nahe des Weißwurst-Äquators, was aber nicht heißt, dass wir nicht zusätzlich, mal ganz abgesehen von der Kooperation jetzt, nicht nochmal ein schönes Booktuber-Treffen in Münster machen können nächstes Jahr. Da hätte ich nämlich auch nochmal richtig Bock drauf, weil das ist dieses Jahr so geil gelaufen. Wir haben so tolle Sachen gemacht. Oder in Hannover waren wir dieses Jahr auch schon mal. Oder in Hamburg ist jetzt auch ein Booktuber-Treffen. Also da Treffen genug geben. Also Alexandra, wir haben eine Kooperation mit Hugendubel, nicht mit Thalia. Das würde ich gerne hier nochmal betonen. Ja, wäre... Wenn Thalia auch sein kann, ja, wir machen das zusammen mit Hugendubel. Und ich weiß, dass es bei uns die nächste Filiale ist in Bochum. Also bei mir in der Nähe wäre Nürnberg und Erfurt tatsächlich das Nächste. Also ich habe leider keinen in meiner Stadt, aber freue mich schon darauf, diese ganzen Hugendubel, gerade auch dann in Berlin, wo es ja dann geplant ist, vielleicht in verschiedene Hugendubel zu gehen und natürlich auch so das Highlight in Frankfurt, wenn wir mal ganz allein in einer Buchhandlung sind. Also ich freue mich da mega drauf. Also ja. Hier Johanna B., ja, also ich weiß, in Bochum gibt es eine. Filiale. Und Annika, wenn du unbedingt aus Münster wegziehen musst, kann ich es nicht ändern. Dann musst du dich auf den Weg machen. Ja. Ja. Aber ihr erfahrt natürlich, sobald es richtig losgeht mit den konkreteren Planungen, sobald der Veranstaltungsflyer da ist, ich glaube, da werdet ihr zugespammt von uns. Und haltet euch aber diese Tage einfach mal frei, wenn ihr Lust und Zeit habt. Und genau. Und gerne gebt uns auch Vorschläge. Was möchtet ihr gerne mit uns machen? Was möchtet ihr von uns sehen? Worauf habt ihr Bock? Wir sind da ganz offen. Also wir freuen uns total, wenn ihr irgendwie das mitgestaltet, weil es ist irgendwas, was wir auch mit euch machen. Und das ist auch ganz wichtig einfach, glaube ich. Vanni sagt gerade,
Nächster Termin zum Merken, 3.2. Booktuber-Treffen in Bielefeld. Das ist ja auch quasi um die Ecke hier. Ja, ja, und Mel schreibt auch gerade, sie hätte mal gerne ja, ein Booktuber-Treffen in Erfurt geplant. Also ich weiß, es gibt jetzt im Februar, glaube ich, auch wieder eins in München. Und dann ist, glaube ich, für den April eins in Nürnberg geplant. Ja, mal gucken, wie sich das vielleicht verbinden lässt um Leipzig herum, was ja dann im März im Grunde ist. Und wer mal Lust hat, was in Köln im Rheinland zu planen, bitte gerne. Also ich finde auch, das Rheinland ist an Booktuber-Treffen auch unterrepräsentiert. Ja. Es gibt einen sehr guten Kommentar. Raffi fragt, dürft ihr denn auch so wie beim Super Toy Club durch den Hugendubel laufen und alle Bücher einpacken? An dieser Stelle möchte ich sagen, hoffentlich. Ja, also wenn euch das freuen würde, dass wir Bücher schaffen dürfen, dann natürlich hoffen wir das auch. Also wir werden auf jeden Fall durch den Laden rennen und ganz viele Bücher einsammeln. Die werden wir nur leider an der Kasse alle wieder abgeben müssen. Ja, wir gucken mal, was auf uns zukommt an Rechnung. Bielefeld komme ich vielleicht, muss ich mal gucken. Also da können wir ja gerne eine Challenge draus machen, die eine Minute Kinsiana-Challenge, wer in der Minute die meisten Bücher kaufen kann, hat gewonnen. Also da bin ich gerne dabei. Dann lege alle anderen zusammen, um die Bücher zu bezahlen. Nein, also ja, es gibt ein paar Ideen und es wird auch immer konkreter, aber wir freuen uns natürlich auch immer auf eure Ideen. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, weil wir das ja nicht nur zu unserem Vergnügen machen, sondern natürlich auch, also ist ein großer Teil wahrscheinlich davon, aber natürlich auch die Freude, die wir empfinden, natürlich auch einfach mit allen, die das irgendwie ermöglichen, weil sie bei uns zuschauen und dabei sind, natürlich dann auch ein bisschen was zurückgeben wollen. Und ja. Thorsten? Es kommen gute Vorschläge. Ich lese gerade den Hugendubel-Chat. Ja, ich auch! Also, es ist, glaube ich, dass ihr mir alle aufmerksam zuhört, das freut mich. Steffi, ich mach's jetzt. Du setzt auch weg. Nur ich glaube, mein Aldi-Vergleich ist jetzt nicht besonders gut angekommen bei Hugendubel, aber ist egal. Oh Mann. Oh Gott. Also wir haben hier Filmbücher, ja, zerreißen. Ich wollte gerade sagen, wir haben ein paar Vorschläge. Ich möchte mit Thorsten Gulaschlauch essen. Also da bin ich auch dabei. Ja, mache ich. Mach's ja. Mach ich. Da müssen wir nur 2 Gulaschschläuche kaufen. Weil die Hälfte landet sowieso auf dem Pullover. Ja, und Christine möchte mit Party Kerzen live schnuppern. Das fände ich auch toll. Ja, machen wir. Ja. Lasst uns alle schnuppern. Und dann stecken wir Thorsten auch noch mit dem Kerzenhype. Aber ganz bestimmt. Ich schnupper dann an der Gulaschsuppe. Und ich, ja, ungarische Gulaschsuppe. Vielleicht gibt es bis dahin auch den Duft, der nach Gulaschsuppe schnuppert. Oh, nee. Eine Schnitzeljagd auf King Spuren wäre klasse. Ja, Roman, finde ich auch sehr cool. Ja, die gibt es ja bei Aldi. Die gibt es überall. Ich habe die schon in so vielen Geschäften gesehen. Ich muss immer an unseren Hangout denken, wenn ich eine sehe. Meinst du jetzt die Kerzen oder? Den Gulaschlauch. Wo seid ihr denn gerade bei? Habe ich ja schon mal gesagt. Gibt es bei Aldi Kerzen? Ja, Marco wieder, ja, Kerzen schnuppern. Marco, ja. Du bist auch schon so einer, der sich hier partifizieren lässt. Wer? Marco. Ja. So, liebe Leute. Partifizieren. Bitte? Influadi. Influadi-Bändern, ja, Hashtag. Hashtag Influadi. Sehe ich jetzt ab sofort, kündige ich jetzt dann in meinem Jahresvlog auf meinem Kanal an, dass alle Leute, die sich von mir von irgendwas anfixen haben lassen, in Zukunft den Hashtag Influadi in die Kommentare schreiben, weil ich das Wort Influencer absolut scheußlich finde. Ich finde, das ist Nachschlüpfer, das schlimmste Wort, Nachschlüpfer. Schlüpfer wird immer das schlimmste Wort sein, das ich jemals gehört habe. Es gibt kein schlimmeres Wort auf der Welt als das Wort Schlüpfer. Das ist einfach schrecklich. Aber direkt nach Schlüpfer kommt Influencer.
Was für ein scheußliches Wort. Deswegen ist es Wort. Raffi fängt jetzt auch an. Alles klar. Ich habe letztens auch meine erste Kerze bestellt. Willkommen im Club. Yay! Passt. Melanie, ich habe ja letztens auch mal eine Duftkerze angemacht. Die war allerdings jetzt nicht von Yankee Candle. Na dann. Ich habe da auch nichts gerochen. Nichts. Ja, ich habe das bei Mel irgendwo schon gelesen, dass sie sich auch an Yankee Candle versucht hat. Aber ich glaube an den Teelichtern. Das tatsächlich kein Vergleich ist zu... Ja. Melanie, du musst die Folie entfernen. Nein. Böse. Nein, also es waren, glaube ich, Teelichter, die Mel angezündet hat. Und ich finde ja auch, die riechen gefühlt nach der Melik. Ja, die riechen nicht. Ich finde, so Tat sollte man schon nutzen. Oder die Votivkerzen. Ich finde, da hat man schon wirklich einen ganz tollen Duftgenuss. So, Leute. Ja. Wollen wir uns mal wieder auf Bücher konzentrieren? Gerne, ja. Oder auch eine Fragerunde. Oder ihr könnt ja mal verraten, ob es bei euch zum Ende des Jahres noch Rückblicke gibt oder was ihr da geplant habt. Ja. Das ist ja. Spaß, meine lieben Zuschauer. Also bei mir wird es zwei Rückblicke geben. Einmal einen Serien- und Filmrückblick und einmal den klassischen Buchrückblick. Ich liebe Äugle noch mit einem dritten Rückblick, weiß aber nicht, wie ich es zeitlich unterbekomme. Aber ja, ich trenne das dieses Jahr ein bisschen, weil ich glaube, so ein 1,5-Stunden-Video ist vielleicht doch ein bisschen lang und denke, so 3-halbstündige Videos machen irgendwie mehr Sinn. Weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Aber ja, so kann sich eben jeder auch das raussuchen, was ihn mehr interessiert, oder eben auch alle drei Videos angucken, je nachdem. Und die wird es zwischen Weihnachten und Silvester geben in der Woche. Machst du Flops? Flops? Flop? Nein, ich bin ja kein so großer Flop-Freund. Ich schaue das bei anderen gerne, aber ich... Ich werde auch über Flops sprechen. Leute, es ist nur Tee hier drin. Es ist nur Tee, kein Glühwein. Das ist das Problem, wenn man mit Amateuren zusammenarbeitet. Einmal mit Profis arbeiten. Was hättest du davon? Hättest du mal drauf geachtet, bevor du dich zu uns gesellt hättest? Oder zu mir? Weil du musst ja wieder nur mich gemacht haben. Ich bin aber froh, dass ich noch eingeladen werde zu diesen Hangouts. Ja, jetzt müssen wir dich nächstes Jahr da auch durch Deutschland schleppen. Also. Ich hab dich lieb, Thorsten. Ja, ich dich auch. Ja, du mich auch, meine ich. Ja, ich werde natürlich auch über Flops sprechen. Sowohl bei den Serien, das Video habe ich mir schon gedreht, wie da natürlich auch bei den Büchern. Sowohl Highlights wie Flops, auch Autoren, die mich dieses Jahr besonders begleitet haben. Und über einen Flop war ich dann doch sehr überrascht. Ja, dass er mal zu den Flops zählt, dieser Autor, hätte ich auch nicht gedacht. Aber in diesem Jahr... Ich hätte dir genau sagen können, dass dieses Buch für dich der absolute Unsinn ist, weil es ist immer. Ja, du warst ja auch nach meiner Sprachnachricht total sprachlos. Ja. Also es ist ein Fitzek-Buch, definitiv ein Flop, aber vielleicht war er tatsächlich genial und ich habe es nicht begriffen. Also ein weiteres Highlight kündigt sich an. Bis auf den Fitzek. Chrissy wird am Sonntag was singen. Ja. Paddy, was denn mit... Seid ihr eingefroren alle? Nein. Paddy, was mit dir? Mach weiter. Was, Paddy, spricht nicht mehr? Ich hab... Phil, ja. Möchtest du etwas zu deinem Blick sagen? Nein, auch nicht. Thorsten, wird es bei dir Rückblicke geben? Bei mir wird es auch einen Rückblick geben, ja. Nur einen. Okay. Puh. Ja, ich vermute, es wird ein Video, was den bisherigen Rahmen komplett sprengen wird. Okay. Also vom zeitlichen her. Und natürlich vom finanziellen. Wie immer. Was war die Frage? Ach so, ja.
Alles am Ende. Ich möchte, es ist immer so eine Sache, was ich letztendlich mache. Aber ich möchte eigentlich ein Video machen, die besten Bücher 2017, oder ein Video machen, die schlechtesten Bücher 2017. Wunderbar. Nichts aber. Ich muss es dann sparen. Was sind denn eure Tops und Flops? Könnt ihr das im Vorfeld schon verraten? Nee. Also ich habe hier schon. Da musst du ja das Video nicht mehr angucken, wenn ich dir das jetzt erzähle. Du machst doch alles für Klicks, Mensch, Steffi. Nee, ich heiße ja nein. Also, ich habe hier schon einen Stapel mit 10 Büchern. Das sind meine Top 10, weil ich werde wieder nicht ranken, aber 10 heraussuchen. Überspiele das jetzt mal so ein bisschen. Da geht unter anderem 2 Stephen Kings dabei sein und 2 Robert Harris. Oh ja, bei mir ist auch Robert Harris. Ich weiß es noch nicht. Also bei Robert Harris habe ich ja dieses Jahr, glaube ich, 4 gelesen. 3 oder 4. Und 2 werden dabei sein. Aber welche verrate ich nicht. Und welcher Stephen King dabei ist, verrate ich auch nicht. Also es ist ein sehr neuer und ein sehr alter. Das kann ich schon mal verraten. Und dann wird auf jeden Fall noch dieses Buch gezeigt werden. Ein großartiger Autor. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu überspielen. Und ich kann ins Wort fassen. Ich habe mich jetzt wieder abgeregt. Ja. Das war es eigentlich. Mehr verrate ich nicht. Und zu den Flops wird garantiert auch ein Richard Layman zählen, meine liebe Paddy. Ja. Bei den Flops. Richard Layman ist bei mir ein Flop. Ich kann das gut verstehen. Bei mir wird es auch Tops und Flops geben und ich werde einen Vlog drehen, wo ich so ein bisschen dieses Booktube-Jahr-Revue passieren lasse. Und ich habe mir so 5 Pünktchen ausgedacht, über die ich da ein bisschen sprechen wollen würde. Cool. Ja, zu Sachen, wo ich mich noch nie so geäußert habe, wo es immer wieder so Fragen gibt und so. Und die werde ich da mal so mit reinnehmen. Und natürlich Tops und Flops. Und bei den Tops wird es dieses Jahr echt knifflig. Also ich weiß, was das beste Buch ist, das ich 2017 gelesen habe, das weiß ich jetzt schon. Das wusste ich aber schon im Februar, da habe ich es nämlich gelesen und da wusste ich, dass es das Beste ist und auch bleibt. Und es war so. Aber der Rest, das wird spannend, das wird knifflig. Aber ich freue mich auf das Video. Hast du Runa eigentlich dieses Jahr gelesen? Wen? Runa, letztes Jahr, ne? Nee, das war 2015 schon, Runa. Ja. Jahre her. Wird aber immer zu meinen Highlight-Büchern zählen. Ich fand's toll. Ja, war toll. Kam von der Autorin eigentlich noch mal was? Nein. Thorsten und ich hatten letztes Mal schon nachgeforscht, ne? Aber, ja. Leider nicht. Es muss ja auch nicht gleich ein Buch von einem Autor rauskommen. Nein, um Himmels Willen, bloß nicht. Lieber länger und dann. Aber ich werde das im Auge behalten auf jeden Fall, weil Vera Book immer mal wieder gucken. Du sagst Bescheid. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Insel war, glaube ich, mit das schlechteste Buch, was ich je gelesen habe. Ja. Es war so richtig großartig. Vielleicht. Es war wirklich unter aller Würde, sogar unter meiner Würde. Ganz besonders schlecht. Ja, obwohl ich ein großer Richard Layman-Fan bin. Also das ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Also ohne dich und Erik hätte ich das auch nie zu Ende gelesen. Also ich habe mich da sehr verpflichtet gefühlt. Der arme Erik, das war sein erster Layman, oder? Auch mein erster Layman. Mir hast du kein Mitleid, na vielen Dank. Ja, aber Erik tut mir immer so leid, weil Erik ist immer so unschuldig. Und der Arme. Ich, also jetzt, Paddy, möchte ich dazu sagen. Ja, aber Erik ist immer so, ich sage jetzt nichts mehr, weil es kann nur falsch sein. Naja, ich meine, es war jetzt kein Aushängeschild. Vielleicht ist er ja noch da. Kann er ja mal schreiben. Erik, bist du noch da? Aber der Sleeping Beauties ist auch sein erster King. Ja, das hast du erzählt, ja. Und da sieht die Beurteilung bisher etwas anders aus. Kann ich jetzt schon verraten, ohne zu spoilern. Layman war wirklich das schlechteste Buch, was ich auch zu Ende gelesen habe, glaube ich. Ja. Guck, Erik ist noch da. Erik!
Also soll ich mal sagen, was ich richtig schlecht fand und mir damit mal Feinde machen? Ja, ja, klar, schieß los. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Ja. RJ Mass. Ich weiß, was jetzt kommt. Oh. Das Reich der sieben Höfe. Der erste Band war ja noch okay, ja? Es war ein Jugendbuch, es war cool. Wir haben es in Penta-Books gelesen. Es war, ja, war eine ganz nette Geschichte. Hat auf jeden Fall Potenzial für den zweiten Teil. Und dann kommt sie mit diesem zweiten Teil, ne? Und klatscht einfach alles um und macht was komplett anderes draus, was gar keinen Sinn macht. Und verherrlicht irgendwie Dinge, die nicht verherrlicht werden sollten. Und einfach, das ging einfach gar nicht. Und was eigentlich noch genauso schlimm war, war Kuss der Lüge. Das ging auch gar nicht. Nein, das ging auch gar nicht. Der erste Teil wirklich Hammer. Und auch Teil 2, 3, Hammer. Also viel, ein viel besser. Stern. Also wirklich. Den habe ich einen Stern gegeben, dem Kuss der Lüge. Also. Ja, also mir ging es aber mit Das Reich der Sieben Höfe ähnlich. Ich fand so das erste Dreiviertel, nein, die ersten drei Viertel des Buches noch, oder so die ersten zwei Drittel, wirklich spannend und anders und zwar schon Jugendbuch, aber cooles Setting. Und dann passieren so Dinge, da hat auch letztens Nettie Sprachnachrichten geschickt und da dachte ich nur, ja genau, aus den Gründen mochte ich dann das Ende des Buches nicht und habe auch nicht mehr weitergelesen. Und gerade wie du immer vom zweiten Teil dann auch gesprochen hast, dachte ich mir, irgendwie zieht es mich da gar nicht mehr hin. Ja, das Ding ist ja auch bei diesem Buch, ne, ist, wenn man sich da auch mal die Goodreads-Bewertungen anguckt, also auf die Goodreads-Bewertungen gebe ich tatsächlich auch eine Menge, das ist, hat irgendwie, keine Ahnung, 200.000 Bewertungen und liegt bei 4,8 Sternen, was sonst irgendwie kein Buch hinkriegt. Und alle feiern das und ich bin so der Einzige, der... Ne! Oh, ganz, ganz schlimm, da kräuselt sich mir alles. Und dann gab es noch dieses ganz, ganz schlimme Thriller-Buch da, Good is Gone, dass ich dann auch direkt aussortiert habe. Also das ging auch gar nicht. Ich habe so viel Scheiße gelesen dieses Jahr, ich weiß gar nicht, warum. Ja. Abbrechen. Ich will immer abbrechen. Ja, habe ich abgebrochen. Würde ich auch sagen. Also immer. Also auch diese Woche mit diesen drei Büchern. Nee, also ich quäle mich da auch nicht mehr durch. Also man macht das immer mal, ja, aber... Ja. Also ich habe ja heute schon gesagt, als du erzählt hattest, Steffi, dass du in einer Woche irgendwie zwei oder drei Bücher abgebrochen hast. Mir ging es ja in den letzten zwei Monaten so ähnlich. Ich habe zwei Ken Follett abgebrochen, wobei Ken Follett ja zu einem meiner absoluten Lieblingsautoren zählte, muss ich sagen. Also Säulen der Erde ist ja immer noch eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Aber da merkt man, das waren so Auftragsarbeiten, die der mal eben runtergeschrieben hat. Also so vermute ich das. Und das eine war Mitternachtsfalken, das andere war Eisfieber. Ganz furchtbar, ganz schlimm abgebrochen. Mitternachtsfalken sogar nach 300 Seiten oder so. Das hat mich überhaupt nicht mehr interessiert. Dann Wolfgang Holbein, Mörderhotel, die Geschichte von H.H. Holmes, diesem Serienmörder, der dieses Hotel da in, wo war das, St. Louis oder so? Oder Boston? Boston. Boston, ne? So langweilig. Und meine Fresse, warum muss der da 800 Seiten schreiben? Die Hälfte hätte gelangt. Abgebrochen. Wobei ich da gar nicht ausschließen will, dass ich es nicht nochmal anfange. Und dann ein Buch in eisiger, im dunklen Eis. Eigentlich genau mein Thema. Es geht um so Nordpolarfahrt oder so. Aber so langweilig. Ja, alle drei innerhalb von zwei Monaten. Aber ich habe gedacht, ich habe so viele potenziell gute Bücher hier. Da wird einfach rigoros abgebrochen, weil das nichts bringt. Wenn du dich dann durch 300 Seiten quälst, irgendwann stellt man einfach schneller fest, ob es was ist oder nicht. Ja. Also das geht einfach immer schneller und dann, also ich breche auch ab. Rigoros, ist mir egal. Ich habe so viele tolle Bücher hier stehen noch. Eben, dafür ist die Zeit zu schade, sagt Marco. Ja. Es ist halt auch so, man gibt halt Büchern, wo man auch eine persönliche Empfehlung bekommen hat, immer schon noch eine größere Chance und denkt sich, na, irgendwann muss das ja gut werden. Das feiern ja auch Leute, die du magst, denen meine Meinung dir wichtig ist. Aber das muss aber nicht sein. Nee, aber man versucht ja dann trotzdem das Gute darin zu sehen. Also bei Büchern, die man einfach so entdeckt und denkt, liest man schlecht weg. Da hat man kein so, finde ich, so schlechtes Gefühl, als wenn da eine Empfehlung kommt und ja, mir will es ja gefallen, aber... Ja. Ja. Ja, das ging mir zum Beispiel beim Mörderhotel so. Es ist ja nicht grundsätzlich schlecht, aber es ist
viel zu. Und es deckt sich nicht mit der Realität. Ja, das fand ich auch schön. Ach, sowas ist immer so furchtbar. Wenn du diese Geschichte im Kopf hast, also eine reale True Crime Geschichte, und es schreibt jemand ein Buch darüber, und es deckt sich nicht mit dem, was du hast, und du kriegst es nicht übereinander gelegt. Ja, das weil ist grauenvoll. Das passt nicht, und du kommst nicht dahinter, und deshalb ist es einfach. Es ist vom Schreibstil her nicht schlecht, von den Charakteren her nicht schlecht. Aber es dauert so ewig, bis es mal wirklich zu einem Horror-Kriminalbuch wird. Ja. Und ja, mochte ich auch nicht. Es war ja auch damals so schlimm, was heißt damals, dieses Jahr, mit dieser Serie, die ich nach der zweiten Folge abgebrochen habe. Und nee, ich meine nicht Tote Mädchen lügen nicht, das habe ich auch abgebrochen, aber Phil, wie hieß diese Serie nochmal? Mindhunter. Nein, Riverdale. Nein, schlimmer, alles viel, viel schlimmer. Rain. Ja, das ja. Also, das hat mir, weil Thorsten eben gerade gesagt hat, wenn irgendwie was auf realistischen Geschehnissen aufgebaut ist und dann gucke ich mir diese Staffel an, diese erste Folge. Mir ist direkt, also kennt ihr das, wenn euch schlecht wird vor Ärger, so, wenn ihr so ein Wutkloß im Hals bekommt, und ich bekomme das echt selten, aber ich dachte mir so, das ist jetzt nicht deren Ernst. Da läuft jetzt eine Teenie-Chart-Pop-Musik im Hintergrund und eine der wichtigsten historischen Persönlichkeiten tanzt jetzt zur Teenie-Pop-Musik? Nein! Oh Gott, und hat noch so ein Krönchen im... nee. Und in High Heels, ne? Oder wie war das? Ja. Es wirklich, also... Ich meine, ich kann das verstehen, wenn man das rein als Unterhaltung guckt, aber wenn man halt gern historische Romane liest und sich mit der Geschichte dieser Frau beschäftigt, da wird dir schlecht. Das kannst du nicht anschauen. Nee. Also dann lieber so Serien wie The Crown oder The White Queen oder auch die Tudors gucken. Oder Downton Abbey. Ja, oder sowas. Ja. Weil das ist wirklich, also da war bei mir echt der Ofen aus. Ich war so wütend, als ich mir das angeschaut habe. Ich dachte mir echt, was soll das? Also, wieso? Ja, warum? Es gibt doch so viel Teenie-Serien. Warum muss man jetzt die Geschichte von dieser Frau auch noch irgendwie so total verkitschen und die in so ein Glimmer-Kostüm reinwerfen und so eine Teenie-Pop-Musik im Hintergrund laufen lassen? Ich schnall's echt nicht wirklich, was das eigentlich soll. Dann sollen sie die 300. Teenie-Highschool-Serie bitte auf Netflix bringen und fertig, aber nicht irgendwie die Geschichte so verkitschen, weil es ist echt, ich krieg da einen Brechreiz, tut mir leid. Schlimm. Also ich habe auch zum Beispiel gesagt, dass das Jesus-Video so ganz schlecht verfilmt war. Jo. Ach, das fand ich auch ganz schlimm. Also ich, ja, vor allem, dass man das Ende so unrealistisch und unlogisch zu Ende gebracht hat und man denkt sich, das war so eine richtige Pro-7-Ramsch-Verfilmung. Ja, war die Pro-7? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, einfach schrecklich. Und vor allem, war für eine Zeitreisegeschichte ja so logisch, also insofern Zeitreise logisch sein kann, fand ich das echt von Eschbach grandios erzählt. Und dieses Ende in dem Film, ich habe gedacht, hä? Ja, fand ich sehr schade. Auch dieses so moderne James-Bond-mäßige, was der alles eingesteckt hat, der Protagonist an Schlägen, und man denkt sich, oh, der steht immer noch auf, und ich würde auch einfach mal liegen bleiben, aber ja. Nettie sagt noch als Flop die Vegetarierin. Hat das jemand von euch gelesen? Ja, ich fand's großartig. Großartig. Aber das ist ein Buch, wo ich auch in meiner Rezension damals gesagt habe, dass man das einfach mögen muss. Also das ist so ein Buch, wo ich jeden verstehe, der wo sagt, das war der größte Mist. Ich kann es verstehen, wirklich. Ich habe das meiner Mutter gegeben, nachdem ich es gelesen habe. Die hat es mir am nächsten Tag kopfschüttelnd. Wer kennt Sheldon Cooper? Ja. So. Kennt ihr das, wenn Sheldon Cooper zu Lennart so, Lennart. Und meine Mutter stand bei mir vor der Tür mit der Vegetarierin, Kind. Ja, dann war alles klar, sie hatte den Sheldon Cooper-Blick und ich wusste, okay, es ist einfach nicht ihr Buch. Deswegen, ich kann es verstehen, aber ich fand es geil. Ich fand es super. Ich glaube, da scheiden sich die Geister an. Ja, total. Ja. So, Leute, wollen wir eine Fragerunde jetzt noch so einläuten, die nächsten? Ja, Leute mal. Leute, shame, 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 die Glocke.
Oh Gott, erinnere mich nicht an diese Shame-Szene. Ich kriege halt heute noch Gänsehaut. Das war das Schlimmste überhaupt. Ja. Prost. Ja, hier wird gemutmaßt, dass demnächst ein Film über Adolf Hitler mit One Direction im Hintergrund kommt. Ja. Ja, bei dem Niveau, was da zurzeit ist, würde es mich echt wundern. Würden sich die Jugendlichen aber vielleicht anschauen, ne? Man weiß es nicht. Okay, machen wir jetzt noch eine Fragerunde, oder? Ja, Paddy, habe ich gerade Paddy, hörst du uns so ein bisschen? Ja, ja, nee, ich lese nur immer die Kommentare. Boah, meine Katze macht Stress. Was willst du denn? Was? Also hier wünscht sich jemand, dass Phil auf unserer Tour aus seinem New Adult Buch oder aus einem New Adult Buch vorliest. Ja. Also ich wünsche mir das nicht. Also. Ich kann da auch gut drauf verzichten. Phil kann gerne was vorlesen, aber nicht aus. Bitte nicht diesen Cookie backen, denn nee, was hat der gebacken, Phil, in Wait for You? Ja, Cookies, glaube ich. Ja, der hat Cookies waren gebacken. Ganz komisch. In der Küche des Mädchens, während sie geschlafen hat. Oh? Ja. Aber sie meint wahrscheinlich tatsächlich meinen New Adult Roman, weil ich schreibe da ja so ein bisschen dran, ich will einen Anti-New Adult Roman schreiben. Aha. Na dann. Aha. Weiß ich jetzt mal, ob ich das besser finde. Ich hast du doch ja, gesagt, nein. Ich muss Fritz Deck dann schreiben. Wobei du die Meinung vielleicht revidierst jetzt nach Flugangst. Ja, also bei New Adult würde ich auch Fritz Deck lesen. Also ich glaube, es gäbe wenig Autoren, von denen ich noch New Adult lesen würde. Ohne nicht meine Hand voll, würde ich sagen. Ja, sie hat natürlich dein Buch gemeint. Entschuldigung, ich war da nicht aus dem neuesten Stand, dass es da ein New Adult Buch von Phil gibt. Kennt einer von euch das Buch von Luna Darko? Ich kenne es nicht, aber ich weiß, worum es geht. Und ich habe schon 3 Rezensionen dazu gesehen, die alle 3 nicht so gut waren. Ja. Und also, wenn man mal auf Amazon guckt, dann ist es auch nicht so gut bewertet. Also ich lese es nicht, weil es nicht mein Genre ist, weil es mich nicht interessiert, aber man hört ja geteilte Meinungen. Also meine Schwester ist großer Fan, also durch sie kenne ich dieses Buch, oder habe ich das überhaupt wahrgenommen? Ich glaube, da kommt doch jetzt der zweite Teil raus, oder das neue Buch nächste Woche der Autorin, das durfte ich schon vorbestellen. Aber es sagt, also mich persönlich spricht es auch nicht an, also ja. Ja, nee, also ich bin da auch raus. Was halten wir von Walter Mörs und seinen Büchern und wo bleibt die Rezension und wann liest es Phil? Also ich kann davon noch nichts halten, weil ich noch nichts von ihm gelesen habe und wann ich es lese, weiß ich auch noch nicht. Aber Walter Mörs. Genau, wollte ich gerade sagen. Thorsten ist doch großer Fan. Ja. Ja, da gibt es auch eine Rezension. Ich denke, im nächsten Toto Talks nehme ich mir das vor. Von 33,5 Leben des Captain Blaubeer. Das neue habe ich mir noch nicht gekauft. Das ist teuer, muss ich dazu sagen. Ich bin ein großer Walter Mörs-Fan. Ja. Also ich habe nur die 13,5 Leben des Captain Blaubeers vor Jahrhunderten gefühlt gelesen. Fand ich gut, habe ich auch in positiver Erinnerung, aber irgendwie zieht es mich da nicht weiter hin. Komisch, ne? Ja, ist schon sehr speziell. Ja. Paddy? Walter Mörs? Noch nichts gelesen. Paddy macht ihre Steuererklärung, während wir hier im Hangout sind. Das ist ja. Ich lese hier gerade die Ach so. Kommentare. Da dachte ich, es geht um Stephen King und dann redet ihr von Walter Mörs. Ja, so ist es manchmal bei uns. Was sagt ihr zu der Aussage, man kann doch jedes Buch in den Himmel loben? Ist tatsächlich so, oder? Auch Bücher, die man nicht gelesen hat, ne? Man kann ja, aber sollte man das? Nein. Nein. Sollte man nicht. Gottes Willen. Aber man kann. Kennt jemand von euch Lucrum, Damnum, Song of Stars? Nee. Oder Blumenkopf von Anita Ackermann? Nein, kenne ich nicht. Eine deutsche Autorin wahrscheinlich. Und dann auch Fantasy, das hört sich interessant an. Sagt mir gar nichts. Sagt mir auch nichts. Kennt jemand die Kuschel-Trilogie? Nee, sagt mir auch nichts. Habe ich auch gerade gelesen, aber ich meine, ich hatte das schon mal irgendwo gehört.
Nee, ich sag mir auch nichts. Bill, wie läuft's mit deinem eigenen Buch? Läuft nicht momentan, okay. Möchtest du nicht damit uns sprechen? Nein. Wie läuft's denn bei dir mit NaNoWriMo? Ja, genau. Ja, 15.000 Wörter geschrieben, dann wurde ich krank und war gezwungen, nicht mehr zu sitzen. Na, aber 15.000 Wörter haben oder nicht haben, ne? Das ist ja, aber ich, ja, ich habe ja, aktuell nicht das Bedürfnis, da weiterzuschreiben. Und wie immer, ne? Man fängt an, ganz euphorisch. Und es lief auch die ersten 2 Wochen im November wirklich gut, bis auf 1-2 Tage, wo ich wirklich immer die 1.500 geknackt habe. Aber dann bin ich ja einfach 2 Wochen krank gewesen, durfte nicht mehr sitzen und konnte auch nicht vor Schmerz sitzen. Und dann war es natürlich vorbei. Also wenn man nicht an den PC kann und keinen Laptop hat, an dem man hätte vielleicht ausweichen können. Und ich habe es dann noch mit einer App probiert, der ich vorgelesen habe oder vorgesprochen habe. Das war katastrophal. Also kann ich keinen empfehlen. Aber ja, vielleicht im neuen Jahr. So, hat jemand von euch die Flüsse von London-Reihe gelesen? Nee, aber ich habe da schon mal was drüber gehört. Es ist doch so eine, auch so ein bisschen so Dark Mystery, so etwas, ist ja auch was Historisches, glaube ich. Finde ich auf jeden Fall interessant. Ah ja, und also Annika Ackermann ist Self-Publisherin. Und, okay. Ja, Minze Katze, die Kamerageile ist wieder hier. Ja, ich will jetzt schmusen. Ja. So. Hat einer von uns die Terranauten gelesen? Oh. Ich habe es abgebrochen. Habe ich es dir vorher gesagt, Paddy? Ja, du hast mir vorher gesagt, in Zukunft werde ich immer auf dich hören, weil du hast eigentlich immer recht jetzt. Ja. Oh, Paddy, aber jetzt. Ja, ich muss es zugeben, Thorsten hat es mir vorher prophezeit, er hatte recht. Ich fand es stinklangweilig und habe es abgebrochen. Also ich wollte es ja hören, es gibt aber auf Audible nur eine gekürzte Fassung und dann wollte ich es nicht mehr hören und dachte, schaust du mal, aber irgendwie geht es mich jetzt auch nicht mehr hin. Also es ist ja von diesem Boyd, ne? Ja. Da habe ich ja mal angefangen, Talk, Talk, Talk oder Talk, Talk. Und da habe ich ja überhaupt nicht mit klargekommen. Also es war irgendwie so belanglos und so unheimlich schwierig. Und so ähnlich wie Jonathan Franzen. Es passiert einfach nichts. Und dann sind das noch so ewig dicke Schinken. Ja. Ja. Ja, Floppy Cat ist gerade im Michael-Zokos-Fieber und sie suchtet, oder ja, suchtet die Sachbücher weg. Und Thorsten, das ist doch auch was für dich. Ja. Er hat den Co-Autor da natürlich. Und dann kann ich dir, wenn du die durch hast, dann greifst du zu den Büchern von Michael Habort. Der ist zwar kein Pathologe oder kein Gerichtsmediziner, sondern der ist Kriminalist und Psychologe oder Psychiater. Und der schreibt auch sehr, sehr gute Bücher. Und wenn du die durch hast, dann greifst du zu Josef Wilfling, ehemaliger Leiter der Münchner Mordkommission. Ja, weil besser geht's dann nicht mehr. Doch, das geht. Nee, besser geht's nicht. Aber dann habe ich noch Axel Petermann. Nee, wie heißt der? Petermann. Der erste deutsche Profiler, auch hochinteressant. Und dann natürlich Dr. Marc Benecke, ne? Und seine Frau Lydia Benecke, die ein ganz hervorragendes Sachbuch geschrieben haben. Aber mir fällt der Titel jetzt nicht ein. Jo. Hat jemand von euch die Gretchenreihe von Chelsea Kane gelesen? Teil 1 heißt Fury. Furie, nicht Fury. Ja, ich weiß, Thorsten. Das wollten wir eigentlich mal zusammen lesen. Ja, ich weiß. Also nein, damit kennen wir nicht. So. Ja. Ex-Frau. Ja, seine Ex-Frau. Nichts ist schlimmer als die Realität. Ja, quasi tatsächlich. Nein, ich weiß, dass sie nicht mehr verheiratet sind, aber die haben halt gemeinsam ein Buch geschrieben. Aber da muss man aber auch ziemlich hart im Nehmen sein. Er ist ja nicht umsonst als der Käfermann bekannt und dementsprechend manchmal geht es auch. Ich liebe die Bücher von dem total. Ja, ich auch. Und er ist ja jetzt als, auch als Person eine unheimlich interessante Erscheinung und
mach mal Werbung für Florian von Creepy Creatures Review. Der hat nämlich mal ein Interview mit dem gemacht, was ihr auf seinem Kanal sehen könnt. Auch sehr interessant. Und da sieht man mal, wie auch, ja, nicht verkopft er ist, sondern wie eigentlich sehr offen er ist. Also ich meine, wer sich jeden Tag oder die meiste Zeit des Tages mit Leichen und Sezieren abgibt, also das finde ich schon cool, der Mann. Hast du denn Zokos Thriller mit dem Co-Autor gelesen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, ich habe einen Einzelroman von ihm angefangen zu lesen, von Zokos, und der hat mir überhaupt nicht gefallen. Okay. Also der Co-Autor ist natürlich Sebastian Fitzek, für alle, die den Witz jetzt nicht verstanden haben. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja, wobei der ja wirklich auch sehr hart war, der Thriller, ne? Und schon sehr an Grenzen gegangen ist. Also ich fand den schon ziemlich derb und heftig. Also, was wahrscheinlich an Zokos lag, aber ja. Ja. War auch kein typischer Fitzek. Warte mal, Raffi fragt gerade, ob wir die Autoren nochmal in den Chat schreiben können. Ja. Meint er jetzt die... Ja. Ja. Ja, warte mal. Also Michael Herbert, ja. Redet ruhig weiter. Ich möchte dich ungern von der Arbeit abwenden. Ich muss jetzt arbeiten. Ich glaube, wir kommen dann eh langsam zum Ende, oder? Oder Phil? Ich weiß nicht. Ja, ich denke auch. Ich bin langsam, ich merke, dass meine Energie immer weniger wird irgendwie. Ah, und Melanie sagt gerade noch, bevor sie ins Bett geht, gute Nacht, dass der ins Kino kommt, also abgeschnitten, das Buch von Zokos und seinem Co-Autor. Genau, ja. Medical Detectives, ne? Da habe ich ja Benike damals zum ersten Mal so kennengelernt, ne? Da fand ich ihn ja schon immer Hammer. Das habe ich ja auch gesuchtet, ne? Oh, ich auch. Ich gucke mir heute noch auf YouTube nach Folgen an. Und dann hatten sie immer noch die Stimme von Agent Scully. Ja. Ja. Die Knickerbockerbande, ist das nicht so ein Kinderbuch? Ja, dachte ich auch gerade. Was willst du? Ja, habe ich aber, glaube ich, nie gelesen. Also ich kann mich nicht daran erinnern. TKKG gelesen. Und die Füchse. Und ob wir die Helen Grace-Reihe von Arledge kennen, es sind auch sehr gute und andere Thriller, sagt Vicky. Sagt mir aber auch nichts. Ach so, noch eine Frage, die ich gerade noch übersehen habe, war, wann der letzte Teil von den Stephen King-Verfilmungen kommt. Ja, da sind ja zwei im Chat, die noch liefern müssen. Ne? Ja, gehen jetzt gleich alle ins Bett, Thorsten. Ja, ja, jetzt nicht heute. Aber komm, komm, komm. Ja, Frau Edward ruft. Ja, Fussel 7, da wünsche ich ganz viel Spaß beim Lesen. Margaret Edward ist, glaube ich, auch so eine Entdeckung. Ja. Oh, also von dieser Knickerbocker-Bande kam Band 70 heraus. Oh. Oh, da bin ich schon raus. Also 70 Bände. Ja, aber Leute. Kurze Information. Ich habe gesehen, auf der Frankfurter Buchmesse war eine ganze Regalwand voller Margaret Atwood Bücher. Und ich war schier erstaunt, wie viel die schon geschrieben hat, weil ich die vorher sagte mir die echt überhaupt nichts. Ja, ging mir auch so. Also ich habe mich auch gefragt, ob das einfach daran lag, dass man die früher vielleicht nicht so gepusht hat. Ich weiß auch nicht, wo die Bücher vorher rauskamen, dass die so untergingen oder ob das jetzt wirklich an der Neuauflage liegt, dass das einfach so von Piper doch so eine große Werbekampagne war. Aber also wahrscheinlich hat die so eine Renaissance erlebt wie Agatha Christie im Moment ja auch. Ja, oder Stephen King, der ist ja gerade auch sehr gehypt. Ja, aber der war ja nie weg. Naja, es gab schon Zeiten, da hast du nicht viel gehört drumherum. Da sind seine Bücher erschienen und keiner hat drüber gesprochen und das ist jetzt definitiv anders. Liegt es an den Verfilmungen, dass die Serien jetzt verfilmt wurden? Weiß man nicht, ne? Also von Edward. Oder halt, sie hat ja auch den Bücherpreis bekommen. Das ist aber schon eine ältere Dame, oder? Ja,
Ja. Ich glaube schon ziemlich alt. 80, 75? Ich glaube schon ziemlich alt. Jo, dann würde ich jetzt auch eine gute Nacht wünschen. Ich danke allen, die zugeguckt haben, die sich mit uns über die Ankündigung, über unsere Tour gefreut haben. Danke den drei Anwesenden, dass ihr ja, mit dabei seid, dass wir uns nächstes Jahr ganz oft sehen, ganz viel anfassen können und Gulasch essen. Hey. Und ja, wünsche jetzt allen noch eine schöne gute Nacht und ja, bis bald. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Gute Nacht. Gute Nacht. Moment.